Hallo, hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu diesem neuen Magic Stream, wo wir uns ein weiteres Mal in die wilde Welt von der Herr der Ringe stürzen. Ja, wir haben schon ein paar Seals hinter uns, haben schon ein paar Karten angeguckt und fühlen es mittlerweile gut. So ein bisschen wie Frodo, der Kleine, der dann aber doch mit der Pfanne einiges anrichten kann. Oder der dann sagt, okay, pass auf, jetzt bin ich seit 20 Minuten Abenteurer, jetzt hau ich mit der Pfanne drauf. Ihr versteht, was ich meine. Wir sind langsam drin, aber noch nicht so richtig, richtig gut da. So oder so, eine unglaubliche Crossover-Aktion wurde gestartet. Der Herr der Ringe trifft Magic the Gathering. Oder andersrum. Der eine macht die Tür auf, der andere kommt nach Hause, aber trotzdem, man wird zu einer Einheit. Es wird fantastisch. Und ich muss natürlich jetzt ein bisschen haushalten. Natürlich mit meiner persönlichen Energie, natürlich mit meiner strategischen Raffinesse, aber vor allem mit der Öffnung dieses Fensters. Ich sitze unter einem Fenster, dass mein einziger Weg nach draußen ist. Natürlich, klar, vor allem der Chat ist mein Fenster in die Welt nach da draußen. Nur durch euch bekomme ich mit, was da draußen vor sich geht. Trotzdem, ich bin ein Mensch, ja, ich lebe im Cyberspace, brauche trotzdem noch den Sauerstoff zu atmen. Den sauren, sauren, sauren Sauerstoff, den ich dann doch noch brauche, um meine Lungen irgendwie zu durchfluten. Und deswegen ist das Fenster nicht schlecht. Problem ist, es regnet. Das heißt, ich habe jetzt genau den Winkel des Fensters, den ich aufdrehen kann. Mit jedem Winkel gibt es mehrere Hektoliter Wasser, die pro Minute hereinströmen, aber auch Sauerstoff. Eigentlich natürlich Wasser und Luft, das, was wir Menschen zum Leben brauchen, aber natürlich nicht in der Reihenfolge. Ja, du willst erst die Luft, dann das Wasser, nicht andersrum. Du willst nicht nass werden und dann atmen, geht nicht. So, das muss dann schon noch seine Ordnung haben. Deswegen könnt ihr jetzt im Chat immer abstimmen. Ein Grad rauf oder ein Grad runter. Könnt ihr jetzt über Chatbefehle, könnt ihr das Fenster in meinem Studio steuern, indem ihr den Chatbefehl eingebt und dadurch mich entweder komplett nass machen könnt, wenn es regnet, oder dafür sorgen könnt, dass ich gut, sag ich mal, durchlüftet bin. Ich würde mal, ich sehe schon einige Fenster auf, ich mach mal auf. Es ist aktuell noch eine gewisse Nieselei am Start. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wo befindet sich Florentin gerade? Bei sich zu Hause oder bei RBTV Studios? Das kannst du relativ leicht festmachen an diesem Schriftzug hier. Ich bin zu Hause bei mir. Du Günstling, es regnet. Ich brate hier. Hast du mich gerade als Günstling bezeichnet? Games Rocket, ja. Ich war heute bei einem, ich sag mal, relativ bekannten Fastfood-Restaurant und wurde von einem der Mitarbeiter gefragt, sag mal, du arbeitest doch bei Games Rocket. Und ich habe das einfach bejaht. Weil ich keine Diskussion haben wollte. Das heißt, ich muss ab jetzt immer wieder, entweder dann nie wieder hingehen, womit ich tatsächlich rechne, ich werde da nie wieder hingehen können. Oder ich spiele ab jetzt einfach immer mit und sage, ah, Games Rocket, hier. Liebst du nicht auch solche Formate wie Duell des Chats? Oder Paper and Pen? Ich liebe sie. Oder ich gehe da einfach nie wieder hin. Ich habe wirklich irgendwann die ganze Welt verbrannt einfach, weil ich überall nicht mehr hingehen kann. Ich kann keine Brezeln mehr essen. Ich kann da jetzt nicht mehr hingehen. Oh, hier kommt schöne Luft rein, Freunde. Okay. Ihr seht es, der Herr der Ringe ist angekommen in Magic the Gathering. Ihr kennt mich natürlich, ich bin ein sogenannter Limited-Spieler. Ich bin limitiert, sowohl was Skill angeht, als auch an Kartenkenntnis. Vor allem jetzt natürlich, da dieses Set noch nicht so lange draußen ist, kenne ich die Karten noch nicht so gut. Aber trotzdem werfe ich mich vielleicht in die, ja, anspruchsvollste Form, Magic zu spielen, nämlich den sogenannten Draft. Das ist ein Limited-Format, das heißt, obwohl ich extrem viele gute Karten habe, darf ich sie nicht benutzen, sondern ich muss sie mir erstmal erarbeiten quasi. Man hat verschiedene Booster-Packs, die zwischen Spielern herumgereicht werden und daraus sucht man sich dann einzelne Karten aus denen man am Ende dann ein Deck baut mit 40 Karten, mit dem man dann so lange spielt, bis man dreimal verloren hat, also bei mir insgesamt drei Spiele.
Es gibt zwei verschiedene Arten, Draft wiederum zu spielen. Also Achtung, wir haben erste Unterkategorie Limited, zweite Unterkategorie Draft. Und jetzt kommt die dritte Unterkategorie, Premier Draft oder Quick Draft. Achtung, Quick Draft ist der, wo man sich so viel Zeit lassen kann, wie man will. Also wo man so langsam spielen kann, wo man will. Premier Draft ist die Art von Draft, wo man unter Zeitdruck ist. Okay? Premier, schnell, quick, langsam. Okay? Haben wir das verstanden? Super simpel. Und jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, ob wir erstmal in Ruhe Quick Draft spielen oder schon direkt einsteigen in den fortgeschrittenen Modus für Premier Draft. In Quick Draft draftet man gegen die KI. Also die Idee ist, es gibt Booster Packs, die rumgereicht werden in einem Kreis von Spielern. Und jede Karte, die ich nehme, kann ein anderer Spieler nicht nehmen. Das heißt, es ist durchaus relevant, welche Karten man nimmt, weil man sie auch den anderen wegnimmt. Und das gleiche Booster Pack kommt ja wieder zu einem zurück. Natürlich abträglich der ganzen Karten, die bis dahin gepickt wurden. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal locker an. Wir fangen mal locker an mit Quick Draft. Ansonsten, das Wichtigste beim Draft im Allgemeinen ist es, Kopf frei haben, locker auf die Situation reagieren. Man weiß ja noch nicht, welches Deck man spielen wird, welche Farben man am Ende spielen wird. Und deswegen muss man immer anpassungsfähig sein. Ja, du musst jederzeit sagen können, ah, alle Karten, die ich bis jetzt ausgewählt habe, weg damit. Und oder man nimmt einfach immer alle grünen Karten. Okay, los geht's. Oh, wir haben schon mal Faramir. Faramir, Prinz von Ithilien. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht genau, wo Ithilien liegt, aber den fand ich schon mal nicht schlecht. Zu Beginn deines Endsegments bestimmst du einen Gegner. Zu Beginn des nächsten Endsegments jenes Spielers ziehst du eine Karte, falls er dich in jedem Zug nicht angegriffen hat. Andernfalls erzeugst du drei Weiße in einem Spiel. Das ist schon nicht schlecht. Faramir, natürlich klar, ich glaube, da finden wir viele blau-weiße kleine Soldat-Spielstein, Gedönslinge und sowas. Legen uns aber natürlich relativ früh schon auf zwei Farben fest. Das sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich sag mal so, Faramir natürlich war mir schon lange ein Vorbild, was die Haartracht angeht. Ne, natürlich, ich sah lange genauso aus wie Faramir, sodass es tatsächlich im Unterricht auch zu Schwierigkeiten kam. Also wo nicht klar war, sitzt da jetzt Florentin Will mir gegenüber oder... Ja, jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie der Schauspieler von Faramir heißt. Karl Urban war Eomer, ne? Gwyneth. Irgendwas Gwyneth. Ich weiß nicht mehr genau, wer. Wie heißt er nochmal? Bill O'Connor? Bubbly? Irgendwas mit Bumble Me? David Wenham? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber danke, Chat. Komm, wir nehmen ihn einfach. Wieso mir so Faramir? Eid des grauen Heeres. Ja, nee, ich kann jetzt nur noch weiß-blau nehmen, ne? Oh, die grauen Antworten. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe unter den legendären Kreaturenkarten in deinem Friedhof. Tja, Mana-Fixing ist natürlich keine schlechte Sache. Gothmog ist eigentlich auch immer gut. Alles hat Todesberührung. Boah, vor allem Kreaturen-Spielsteine haben Todesberührung. Das ist natürlich auch eine Synergie mit den Soldaten-Mensch-Kreaturspielsteinen. Aber traue ich mir drei verschiedene Farben zu? Die Grauen an Furten wär hier natürlich eine große Hilfe, ne? Weil Faramir ist auch legendär. Aber ist das eine gute Idee? Spielsteine. Weiß, blau, schwarz. Da muss ich mir natürlich von den ganzen Herr-der-Ringe-Experten im Chat wieder eines gefallen haben. Ja, also eigentlich würde Faramir niemals zusammen mit Gothmog arbeiten, weil Gothmog eigentlich in Diener des Saurons ist und Faramir sich eigentlich ihre Gondor vertrieben hat. Ach Gott, da komme ich ja nie wieder raus da. Komm, wir bleiben mal offen. Wir bleiben mal farboffen. Machtdemonstration. Ja, wir erinnern uns, man kann einen Zauber kopieren. Frodo Beutlin? Faramir!
wenn er für. Nee, komm, wir können jetzt auch noch nicht mit Grün mit reinbringen. Ich habe Bock auf Eisvogel aus Ithilien, auch einfach, weil Faramir aus Ithilien kommt und mir sehr wichtig ist, dass es gewisse Decks gibt, die auch einen Flavor-Zusammenhang haben. Ja, das ist mir extrem wichtig. Ringsicht! Durchsehen wir dich nach einer Karte, die eine Farbe mit einer legendären Kreatur, die du kontrollierst, gemeinsam hast. Nee, 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 das ist ja. Das ist zu situativ. Legolas Reiter der Westfold. Zerstören Artefakte und Verzauberung. Smeagol. Nee, nee, nee. Ja, ja. Zorn der Ents ist natürlich ein gutes. Guter Removal-Spell. Das hat irgendwas mit. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel. Das ist nicht schlecht, tatsächlich. Das ist natürlich, wenn wir dreifarbig spielen wollen, ist das schon mal durchaus gar nicht so dumm. Komm. Lockengabe. Becken mit Enttrunk. Reiter der Ostmark. Ja. Wir haben nochmal den Terrassenhügel. Wir haben aber auch Wunde vom Morgul-Messer. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ein bisschen Removal auch auf dem Teller kriegen, ne? Das ist so ein bisschen, klar, Hauptgericht ist immer wichtig, aber die Beilage kann manchmal zwischen gutem und schlechtem Essen entscheiden. Und Removal Spells sind die Beilage einer jeden guten Magic-Mahlzeit. Oder nochmal Terrassenhang. Nee, ich glaube, wir kriegen solche Länder noch genug. Nehmen wir mal mit rein. Wenn wir am Ende gar nichts haben, können wir das reinnehmen. Erzeuge zwei getappte 1-1 weiße Geister. Oh, okay. Wenn wir sagen, alles auf Kreaturen spielt Steine, dann sind auch Geister willkommen. Geister sind willkommen, auf jeden Fall. Geister sind willkommen. Ja, besser als nichts, was Removal Spell angeht. Nehmen wir mal. Besser als nicht. Glorfindel. Nee, 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 dürfen wir uns jetzt nicht ablenken lassen. Hellsicht und gutes Opferziel. Wollen wir was opfern? Wollen wir Sachen opfern? Eigentlich nicht. Aber der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen bis jetzt. Ich finde die alle nicht so gut. Aber eigentlich sind Ringgedöns ja nicht schlecht, weil wir, wenn wir viele Tokens haben, haben wir viele Schwache, vor allem die Geister. Vielleicht ist dann Ring Temptation gar nicht so doof. Erzeuge zwei Mana von einer beliebigen Kombination von Farben, gibt dieses Mana nur aus, um legendäre Zaubersprüche zu wirken. Das ist schon eine starke Einschränkung, ne? Kreaturen der Wahl, die du besitzt, ins Exil und bringe sie dann unter deiner Kontrolle zurück. Ork auf Marsch. Ist das gut? Ist das alles irgendwie nicht so prickelnd, finde ich. Komm, wir nehmen das mal. Die grauen Anfurten. Ich mag auch Ork-Medizin, aber die grauen Anfurten finde ich auch geil irgendwie. Wir brauchen ja ein bisschen. Ich meine, am Ende kann es gut sein, dass wir eine Farbe auch raushauen. Ziehe drei Karten. Inselumwandlung ist für sich selbst gar nicht so dumm, ne? Wenn wir mehrere Farben haben. Naja, wir gucken mal. Ringsicht. Nee, 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 nee. Tappe eine Kreatur in der Wahlhellsicht 1. Ziehe eine Karte. Ui, weiß ich nicht. Okay. Nächstes Booster-Packel. Schlacht von Wasserau. Ja, rein theoretisch, wenn wir ganz viele Tokens haben, ist das natürlich gut. Dann haben wir noch den Typen. Immer wenn zwei oder mehr Kreaturen, die du kontrollierst, einen Spieler angreifen, erhält eine Flugfähigkeit. Er selber muss dafür nicht angreifen. Starker Flieger, auch immer gut. Die Adler des Nordens. Ork-Medizin, Trennung der Gefährten.
Tod dem Todlosen ist super, aber ich will jetzt nicht noch Rot mit reinbringen. Da wir tatsächlich bisher relativ kreaturenarm sind, überlege ich echt, ob wir nicht noch eine Kreatur mit reinnehmen sollen. Kreatur, die du kontrollierst. Na gut, ich meine, wenn wir bis jetzt wirklich sagen, wir haben viele kleine Kreaturen, ist das vielleicht gar nicht schlecht, ne? Prinz Imrahil. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Soldaten-Spielstein. Ja, das ist ja ziemlich genau das, was wir wollen. Wenn wir das wollen. Die Frage ist nur, wie ziehen wir Karten? Aber 2 Mana 2-2, legendär, ist erstmal nicht schlecht, ist gut für Grauen und Furten. Wir kriegen erstmal Zeug und Karten ziehen, tja. Eisvogel vielleicht, ja, mal gucken, mal gucken. Und natürlich durch Ringgedöns zieht man auch immer eine Karte. Also Ringgedöns auf kleinen Kreaturen, immer mehr Zeug erzeugen, immer wieder Ring umrüsten und so, kriegen wir doch hin. Immer wenn du Hellsicht anwendest und wenn du eine Insel kontrollierst, kannst du die aus deinem Friedhof ins Exil schicken, wenn du die suchst, hier eine Karte. Ja, diese Art von Karten, ja. Auf nun zu Zorn und Verderben. Super natürlich mit vielen kleinen Kreaturen. Den mag ich auch, der wäre eher so die All-In-Variante, der wäre die sichere Variante. Zu Zorn und Verderben. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich nehme lieber mal die sichere Variante mit Beschützer Gondors. Einfach, weil ich Kreaturen gerade mehr brauche. Eisvogel gefällt mir gut. Stich des Hobbits, auch gute Synergie mit Tokens. Und da wir aktuell nicht so wahnsinnig viel Removals haben... Ich mag den Vogel, der macht viel richtig. Aber ich glaube, wir brauchen einen Stich. Stich! Elrond, das ist wahrscheinlich Hellsicht-Synergie. Blablab, immer wenn oder eine andere Kreatur unter dein Kontrollenspiel kommt, wenn er Hellsicht anfällt, dass das zweite Mal ist, dass diese Fähigkeit in dem Zug verrechnet wurde, führt der Ring nicht in Versuchung. Ich glaube, wir können jetzt nicht noch auf Hellsichtsgedöns geben. Oh, Schattenfell! Oh, wie funktioniert Eile nochmal? Ja, okay. Schildknappe. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1. Plus 1? Ja, nicht schlecht natürlich mit vielen kleinen. Zieh eine Karte, wirf dann eine Karte ab. Ist natürlich super mit Prinz Imrahil. Aber nur für die Synergie weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, ich liebe kaum etwas mehr als Boten zu täuschen. Das wisst ihr wirklich. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, Boten zu täuschen. Aber ich glaube, ich muss hier... Obwohl, Ork auf Marsch könnte uns auch nochmal ein Token geben. Irgendwie sind die alle... Ich bin echt bei Schildknappe irgendwie. Aber ich weiß, dass sie nicht so geil ist. Ziehe eine Karte, wirf dann eine Karte ab. Ist das gut genug? Ah, ich bin mir ganz unsicher. Okay, sehr gut. Zorn und Verderben haben wir nochmal. Schwarzer Hauch. Ring anstecken. Ja, ich glaube, eine davon ist doch gut. Aufstieg des Hexenkönigs mit Grün. Zweites Frühstück. Eine Kreatur in der Wahl hat 5-5. Ja, mit Tokens, Combat Trick, Wunde. Ja, Removal Spells sind das Wichtigste im Draft, deswegen, auch wenn der nicht so gut ist, aber besser als nichts. Besprechung hatten wir schon, Ringsicht, nee, oder? Weiter aus Westfold. Nimmt er dem die Flagge weg, oder was? Sag mal. Was ist das denn für ein Move? Oder will der die durchschneiden? Sehr schön, Artefakte und eine Verzauberung deiner Wahl. Oh Mann, ich liebe es. Boah, verdammt, ey, dieses Set, das macht mich schwach. Weidenwind. Weidenwind. Nochmal auf nun zu Zorn und Verderben.
Vielleicht, 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 ne? Aber wir bräuchten jetzt dann doch ein bisschen bessere Kreaturen. Vor allem so Kleinling-Kreaturen, bitte. Bauer, der hat wahrscheinlich Speisesynergie. Nee. Ritter. Der Ostmark haben wir noch gar nicht. Meeren mag ich aber tatsächlich fast lieber, muss ich sagen. Flinker Hobbit. Speisesynergie haben wir nicht. Lege bis zu einer Spontanzauber der Hexerei Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Boah, ich hasse nichts mehr als diese oben auf Bibliothek-Dinger einfach. Verhexende Heilkunst. Tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat, falls diese Kreatur während deines Entapp-Segments enttappen würde, entferne stattdessen eine 1-1-Marke von ihr. Die Karte habe ich noch nie gecheckt. Also die Idee ist, der snackt alle Marken von der Kreatur und dann wird sie wieder enttappt. Aber wenn eine Kreatur keine Marken hat, dann wird sie einfach nur einmal getappt, aber danach enttappt sie normal. Nee, das ist Quatsch. Kapitänin, ja, können wir überlegen. Falls wir noch einen Prinz Imrahim nehmen, dann holen wir uns die Kapitänin rein. Gandalf der Graue, Saruman der Weiße. Immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkst. Orkaufmarsch. Schwert. Anstecken. Also, die Karten sind klar nicht schlecht, aber ich finde, die passt besser in meinen. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zug ziehst, lege eine 1-1-Marke drauf. Ich meine, Orkaufmarsch 2 ein paar Mal ist natürlich schon auch nicht schlecht. 5 Mana, 4-4. Oh, fuck. Brauchen wir aber, glaube ich. Auch wenn zwei schwarze Mana hier ein echtes Problem sind. Aber glaube ich, da kommen wir nicht drum rum. Müssen wir nehmen, leider. Was ist das hier? Aktivere Fähigkeiten von Ländern, die deine Gegner kontrollieren, können nicht aktiviert werden. Interessiert niemand. Hat alle aktivierten Fähigkeiten von Ländern. Interessiert niemanden. Grauen an Furten nochmal. Aufblitzen fliegend, Arwens Gabe. Wurfmaschine. Hui. Das ist ein legendäres Land, ne? Das will man nicht zweimal haben. Wie viele Kreaturen haben wir? 8. Ey, wir brauchen dringend Kreaturen, Freunde. Vorhut. Gibt es auch eine Twitch-Erweiterung, damit man die Karten sehen kann? Während des Spiels schon, ich glaube im Draft nicht, leider. Aber im Spiel kannst du dir die in Ruhe so lange anschauen, wie du willst. Sollte das Overlay klappen, was auch nicht garantiert ist. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar kleine Sachen. Nochmal Grauen an Furten, Dúnedain. Ausrüstung eines Menschen. Ja, das finde ich jetzt so mal gar nicht so schlecht, weil ich finde, in Menschen liegt die Kraft. Finde ich. Komm, jetzt brauchen wir aber Kreaturen, bitte. Jetzt brauchen wir bitte Kreaturen. Der Saruman, der drängt sich ja quasi schon auf, ne? Alter, diese Mana-Kurve auch, oder? Alles kostet 2 Mana. Aber jetzt nehme ich nur noch Sachen, die keine 2 Mana kosten. Der Rest ist mir egal. Komm her, Saruman! Los geht's. Oh, Tinuviel! Eine Kreatur hält Unzerstörbarkeit. Bringe eine Kreaturenkarte der Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel. Bis zu 2 Kreaturen erhalten. Lifelink. Ja. Doch, Friedhof ins Spiel kann schon wirklich gut sein.
Aber halt wieder keine Kreaturen leider, ne? Vielleicht wäre ein Adler das. So, ab jetzt nur noch Kreaturen. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Keine Ausreden mehr. Ab jetzt nur noch. Na, obwohl, Troll von Khazad-dûm ist schon mal nicht schlecht. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Verbannung aus Edoras ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das muss man eigentlich auch mitnehmen, ne? Als Removal Spell. Aber ab jetzt nur noch Kreaturen. Ab jetzt nur. Oh, da ist der Vogel. Sehr schön. Vogel mag ich. Ab jetzt nur noch Kreaturen. 5 Mana für. Ziehe eine Karte und erzeuge einen Spielstein. Ui, also ich baue mein ganzes Deck nur um diesen Graf Imrahilumin herum, den ich einmal habe und nie ziehen werde. Aber er ist schön! Er ist schön! Er ist schön, er verwöhnt meine Augen. Meine Augen sind verwöhnt, als wären sie mit güldenem Safran gewürzt. Und als wären sie mit goldener Seide umwickelt. Ach, es tut so gut, ihn anzusehen. Ach, es ist wie eine Kur für die Augen. Als wären die Augen einmal von seiner Schönheit durchmassiert werden. Ach. Patrouille. Hatten wir die nicht jetzt schon? Ring anstecken, finde ich aber auch geil. Wir haben einige wichtige Kreaturen, um die sich viel dreht. Und die müssen wir, glaube ich, retten. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Ab jetzt hundertprozentig nur noch Kreaturen ab jetzt. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Ab jetzt nur noch Kreaturen. Immer wenn der... Wenn du Hellsicht, ich hab doch keine Hellsicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich lebe im Moment. Ich will gar nicht wissen, was morgen ist. Ich will im Moment leben. Ich will im Hier und Jetzt leben. Warum verstehen die das nicht, diese Elben? Nee. Wie viele Kreaturen haben wir? 12, naja, gut. Schrecklich wie der Sturm. Eigentlich mag ich ja diese Art von Karten, aber sonst leider. Dann mild ein Spieler deiner Wahl x Karten. Ja. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, erhalten -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Boah, das kann natürlich mega geil sein, ne? Wenn der Gegner nur 10-1 Kreaturen hat, die 8 Mana kosten, und davon hat er 5 Stück, dann kann ich 50 Mana in einem Zug zerstören und gebe nur 3 Mana aus. Wie unglaublich ist das denn? Wie unglaublich ist das denn, Leute? Oh Mann, da will der Bote aber auch getäuscht werden, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie oft muss man in seinem Leben eine Chance haben, einen Boten zu täuschen, bis man einfach zu schwach wird? Ah. Oh. Oh, manche Boten sind aber auch so täuschbar, oder? Kennt ihr das nicht? Wenn ihr so einen Boten vor euch habt und einfach denkt, mein Gott, wie täuschbar kann man sein? Wie täuschbar kann man eigentlich sein? So. 43 Karten. Das sind 3 zu viel. Wir haben eine wilde Mischung auf jeden Fall aus verschiedenen Ländern. Das muss sich erstmal ändern. Und zwar, welche Länder will ich? Ah, ich mag die Kabigama-Länder, sind immer noch cool irgendwie. Aber ich glaube, ich nehme... Ich mag auch die Unset. Ach Gott. Irgendwie checke ich das auch nicht. Kann der nicht alle ersetzen einfach? Durch die? Der hat noch nicht mal ein Herzchen hier. Na gut, dann machen wir es eben so. Und was haben wir für Inseln? Ich muss irgendwann auch mal gucken nach den Herr-der-Ringe-Ländern. Ja, ich weiß, was ihr sagt. Hau doch dein teuer verdientes Gold nicht einfach so raus. Aber ihr kennt mich. Ich bin einfach... Ich mag einfach Länder. Ja, was soll ich denn machen? Oh, 4 Inseln nur? 4 Inseln nur? Na gut. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir haben. Wir gucken uns mal so ein bisschen an, was Removal Spell sagt. Ich
Removal Spell läuft eigentlich okay. Ne? Ich glaube, wir brauchen nicht zweimal Ring anstecken. Ich glaube, wir brauchen wir überhaupt Reiter der Ostmark? Ist schon ganz geil, wenn der Gegner so einen richtig großen Ork-Aufmarschteil hat. Weiß ich nicht. Könnte schon sein. Bin ich mir nicht sicher. Ork-Medizin. Finde ich mit Aufmarsch 1 immer wieder ganz geil eigentlich. Aber es müssen auf jeden Fall zwei Mana-Sachen raus. Der Rest ist okay, glaube ich. Bei Saruman können wir uns natürlich jetzt streiten. Klinge der Dúnedain. Komm, wir nehmen eine Mäherin raus. Was soll ich noch rausnehmen? Was soll ich noch rausnehmen, ey? Brauchen wir zweimal Wunde vom Morghul-Messer? Ich glaube, eins reicht, ehrlich gesagt. Aber es regnet, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und da habe ich mich einmal wohlgefühlt und dachte, ich kann hier ein bisschen Sauerstoff tanken und so, aber keine Chance. Einfach direkt, wenn das Fenster nur ein Spalt zu weit offen ist, einfach direkt reingeregnet so. Warum regnet es einfach direkt nur in diesen einen Spalt rein? So der gesamte Regen Hamburgs fokussiert sich nur auf diesen 21-Grad-Schlitz meines Fensters, wo da einfach alles direkt reingeballert wird. Mann, ey, es ist zu krass. Aber ich meine, wir alle brauchen Flüssigkeiten in unserem Leben. Die Frage ist nur, benutzen wir gute Flüssigkeiten oder benutzen wir nicht so gute Flüssigkeiten? Und ich für meinen Teil benutze natürlich nur die besten Flüssigkeiten. Und damit meine ich vor allem Holy Eistee. Ja, natürlich, ihr habt es ja gesehen mittlerweile im Chat. Ja, dankenswerterweise, ich habe einen neuen Partner für diesen Stream. Und es ist der Holy Eistee, den ich natürlich heute auch mit am Start habe. Es ist fantastisch. Und zwar, lasst mich das erklären, falls ihr diese geniale Idee, dieses geniale Prinzip von Holy Eistee noch nicht mitbekommen habt. Und zwar, Holy Eistee sind fantastische Eistees und Energydrinks, aber nicht in Flüssigform. Nein, 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 nein. Das wäre viel zu leicht. Flüssigform, da kommt ja jeder drauf. Nein, es sind Eistees und Energydrinks in Pulverform. Solche Tüten bekommt man dann und es ist fantastisch, weil du dir zu Hause deinen Eistee selber anrühren kannst. Ja, du musst nicht irgendwie 1000 Flaschen herumschleppen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist heiß draußen, du hast Bock auf einen Eistee und denkst dir, okay, jetzt muss ich noch irgendwie zu Norma und mir irgendwie einen 8 Liter Eistee rückschleppen. Nein, kein Problem. Du hast einfach ein bisschen Pulver dabei und kannst das Ganze dann mischen. Und da muss ich sagen, da war ich skeptisch. Da war ich wirklich skeptisch, als ich gehört habe, okay, man muss es da selber in Wasser auflösen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst von mir. Ich bin kein Typ für Klumpen. Nee, komm mir nicht mit Klumpen. Ich bin kein Typ für Klumpen. Ich war schon der, der damals als Kind immer vor seinem Kakao stand und wirklich noch die Schule geht in 5 Minuten los und ich zerdrück noch diese Kakaoklumpen, weil ich einfach eine schöne, homogene Flüssigkeit haben will. Und deswegen dachte ich mir, klappt das? Und ich sag euch, es klappt wunderbar. Wirklich. Es löst sich fantastisch auf, es ist großartig und das Geile. Ich sag mal so, nicht jeder Eistee ist ja für die gleichen Zwecke entstanden. Manchmal hast du einfach nur Bock, irgendwie 4 Liter wegzutrinken und brauchst gar nicht so viel Eisteegeschmack. Und da kannst du mit Holy natürlich perfekt dosieren. Meine Sorte übrigens, Mango Passion Fruit. Ich habe die meisten Sorten durchprobiert und es ist die beste Sorte. Es ist die beste Sorte, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist die beste Sorte. Ich bin Mango-Typ, ich bin leidenschaftlicher Typ. Ich brauche die Passionsfrucht natürlich. Und deswegen kannst du dir das immer anmischen. Du kannst sagen, okay, jetzt mal ein bisschen stärkere Eistee, jetzt mal ein bisschen schwächer. Du kannst es einfach perfekt zusammenmischen, so wie du es gerade haben willst. Es ist fantastisch. Und es gibt vor allem wahnsinnig viele Sorten, die ich euch mal vorstellen möchte. Denn man kann sich da wirklich komplett durchprobieren und natürlich habt ihr die Möglichkeit, mit dem Code FLORENTIN auf jede Bestellung 10% Rabatt zu bekommen oder mit FLORENTIN 5 kriegt ihr 5 Euro Ersteinkauf Rabatt. Und es gibt viele verschiedene Sorten. Natürlich, ihr habt es ja mitbekommen mit Slash. Slash natürlich auch schon seit langem großer Holy-Fan, der lange gekämpft hat für Waldmeister. Und es wird bald Waldmeister geben. Ja, so ist es. Bis dahin gibt es noch ganz viele fantastische andere Sorten, die ihr dann auch so in diesen kleinen Einzelpäckchen da bekommen könnt, die immer so ungefähr ein halber Liter sind. Das heißt, ihr habt immer so einen halben Liter so mit einem so einem kleinen Löffelchen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie viele Hektoliter man aus so einer Tüte rauskriegt, aber das ist ungefähr ein halber Liter mit so einem kleinen Löffel und könnt ihr natürlich mischen. Also, ich sag mal so, das ist jetzt Expertenwissen. Aber du kannst natürlich, wenn du dich ganz tief in die Holy Alchemie eingearbeitet hast, kannst du natürlich auch verschiedene Sorten mischen. Aber ich sag mal so,
das auf eigene Gefahr. Ja, das auf eigene Gefahr ist aber durchaus möglich. Und er ist auch durchaus köstlich und da kann man gerne rumprobieren. Und da gibt es viele fantastische Sorten. Es gibt natürlich die Klassiker mit Pfirsich und Zitrone, was man sich erwartet bei Eistees. Aber es gibt auch hier Hibiskus-Tee, verschiedene andere Sorten. Es ist ganz, ganz fantastisch. Da könnt ihr überall vorbeischauen. Egal, ob ihr Bock habt auf Eistee oder Energy-Drinks. Und es ist sogar Eistee. Ja, es ist nicht Eistee, Eistee. Da gibt es hier Matcha-Mint-Green-Tee. Und das Tolle ist ja, jetzt sagt ihr, ja gut, ich habe keinen Geschmack, ich habe keine Ahnung, was ich trinken soll. Ihr könnt euch so einen Probierpack bestellen und dann könnt ihr das einfach mal schön sommeliermäßig einfach mal durchprobieren. Einfach mal auf der kompletten Klaviatur des guten Geschmacks euren perfekten Akkord finden. Mit Holy Iced Tea könnt ihr hier genau die richtige Sorte für euch finden und dann bestellen. Das Ganze ist zuckerfrei, schmeckt fantastisch und ihr könnt es selber anrühren, wie ihr möchtet. Red Grapes, Peach Nektarin und das ist natürlich perfekt für den Sommer, ja? Ich sag mal so, alle Sorten sind natürlich lecker, aber es gibt natürlich auch eine leckerste Sorte, ne? Es gibt natürlich auch eine leckerste Sorte, aber jede Sorte ist natürlich lecker. Egal, also jeder hat andere Vorlieben, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es eine beste Sorte gibt. Das ist ja Quatsch. Nein, da muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen. Es gibt jetzt nicht die eine beste Sorte, die am besten schmeckt, ja? Das ist ja Unsinn. Ach, das ist ja Quatsch. Das wäre viel zu niedrig komplex für so ein komplexes Thema wie Eistees. Ne? Aber deswegen gibt es keine beste Sorte. Aber es ist eine tolle Sache, weil du kannst natürlich auch immer einen Vorrat zu Hause haben. Ja, das ist natürlich fantastisch, wenn es heiß wird und du sagst, oh, jetzt Bock auf einen Eistee, kannst dir da einfach schön kaltes Wasser holen. Und das da auflösen, perfekt, wunderbar für unterwegs. Es gibt diese sehr schmucken Flaschen auch, wo du immer genau weißt, halber Liter, das ist ein Löffel, passt wunderbar rein und da könnt ihr es perfekt anrühren. Wie gesagt, schaut mal vorbei, ihr findet einen Link unten hier unterm Stream, findet ihr einen Link mit Code Florentin oder Florentin5 für 5 Euro Rabatt beim ersten Kauf. Könnt ihr direkt draufklicken oder ihr findet auch einen Link im Chat. Könnt ihr immer schön mit dabei sein und dann ist es mir eine Ehre, euch in der großen Holy-Familie begrüßen zu dürfen. Und natürlich warte ich, wie viele andere auch, natürlich auf Waldmeister. Ist klar, Waldmeister, einer der besten Sorten. Ich bin sehr gespannt, wie Holy es umsetzen wird. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich kenne Slash gut und weiß, dass der Mann Geschmack hat und dass der da wirklich auch dafür gearbeitet hat, das an den Start zu bringen. Und deswegen, man kann sich hier auch direkt so Shaker mit dazu bestellen. Die haben dann auch immer so ein Gitter drin, dass man das wirklich in kurzer Zeit gut durchmischen kann. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und so seid ihr diesen Sommer auf jeden Fall erfrischt mit Holy Eistee. Ja, tolle Sorten, ne? Auch, also ich komm nicht drum hin, aber auch sowas wie Vanille-Hibiskus-Tee, Apfelgrüner Tee. Das sind natürlich tolle Kombinationen. Ich empfehle euch einfach mal den Probierpack zu bestellen. Kriegt noch 10% Rabatt mit Florentin als Gutscheincode. Und dann seid ihr versorgt auf jeden Fall für diesen Sommer mit Holy Eistee. So, ich hoffe, wir kommen jetzt gut und erfrischt rein in den Draft. Wir haben ein Deck gedraftet, in das ich nicht hundertprozentiges Vertrauen habe, um ganz ehrlich zu sein. Es ist kein hundertprozentiges Vertrauen, aber es ist, sage ich mal, schon etwas, wo wir anfangen können. Man muss natürlich auch irgendwo anfangen, ne? Und deswegen, die Drafts bauen aufeinander auf. Es wäre ja witzlos, wenn ich jetzt im ersten Draft schon irgendwie die 7 Siege holen würde und wir am Ende sagen, oh ja, da kann er ja nicht mehr drauf aufbauen. Da brauche ich ja beim nächsten Mal gar nicht dabei sein. Deswegen, ja, kein Problem. Zitat kann ich leider nicht lesen. Ich kenne mich ja sehr, sehr gut mit Herr der Ringe aus. Werdet ihr auch gleich sehen. Ich kann euch so ein bisschen was über die Charaktere erklären. Guck mal. Das will man doch sehen. Da überlegt man lange, oh, soll ich dreifarbig spielen oder nein? Und dann kriegst du alle drei Farben auf die Hand zusammen mit... Ah! Oh, er ist so schön. Ist er nicht schön? Jetzt natürlich die Frage, will man sofort den Schönling direkt raushauen? Immer wenn du die zweite Karte ziehst. Ist das eine gute Idee, den so früh auszuspielen? Naja, ich habe keine wirkliche andere Wahl. Könnt ihr ganz kurz Feedback geben, ob das Overlay funktioniert oder nicht? Oh, Terrassenhang. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Karten ziehen. Orkmedizin, Lebensverknüpfung und Zerstörbarkeit, Stich des Hobbits. Das passt noch alles. Sieht noch okay aus. Overlay funktioniert. Super. Sehr schön. Ork auf Marsch.
Soll ich ihn direkt rausnehmen? Ork Aufmarsch 2. Nee, ich glaube nicht. Mein Zug, okay. Ja, das hatte ich befürchtet. Das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass ich dann zwar meinen schönen, unendlich schönen Prinz Imrahim dabei habe, aber leider nicht so sehr die Möglichkeiten, damit umzugehen. Wie war der Rabattcode? Einfach Florentin. 14%. Kameraposition. Ja. Rechts oben, glaube ich, hatten wir mal gesagt. Ich brauche Mango. Sehr gut. Ein Mensch mit Geschmack. Das freut mich immer zu sehen. Immer wenn eine Armee angreift, wende Ork auf Marsch 1 an. Ja, das heißt, er wird zu einer 3. Das heißt, ich kann ihn nicht aufhalten. Aber das müssen wir auf jeden Fall aufhalten. Ich glaube, ich muss hier schon zwei Karten einsetzen. Ach, fuck. Shit, ich krieg den nicht kaputt. Ich krieg den nicht kaputt und der wird immer größer. Autsch. Oder ziehe ich hier irgendwo eine Karte? Okay, das tut weh. Das tut ein wenig weh. Okay. Terrassenhang könnte Saruman funktionieren. Oder die Tux. Ich glaube, Saruman ist schon mal ganz gut, um zumindest einen Blocker zu haben. Ach nee, hat er nicht. Sorry, Leute, ich kenne die Karten noch nicht so gut. Ich dachte, der generiert direkt auch beim Rauskommen ein. Was glaubst du, was wären noch gute Basisflüssigkeiten für die Advanced Holy Mischungen? Naja, ich sag einmal so, es gibt ja seit langem den Trend von Sparkling Ice Tea. Ich will nicht sagen, dass ich noch nie auf den wirklich aufgesprungen bin, aber er konnte mich noch nie hundertprozentig überzeugen. Da könnte man natürlich sagen, Mineralwasser mit Holy kannst du natürlich perfekt zu deinen Wünschen zusammenrühren und deine Version von Sparkling Iced Tea generieren. Eine ähnlich schwere Entscheidung, wie ob stilles oder Sprudelwasser zu benutzen, ist natürlich, ob ich hier doppelblocken soll oder nicht. Weil irgendwie geht das hier nicht so richtig. Ich glaube, ich muss hier doppelt blocken. Sonst wird die immer größer. Jetzt ist der Moment, wo ich sie noch blocken kann. Oh, er nimmt Saruman raus. Okay, cool. Moment, warum kriege ich das denn nicht hin? Ah, die grauen Anfurten. Ach, guck mal, die werden dann sogar blau, wenn sie blaues Mana generieren können. Okay, cool. Drache, Kreatur, Spielstein. Ja, das wird haarig. Dafür brauchen wir Ortank, ne? Mehren der Tux. Oh, obwohl, Moment. Hätte ich das auch machen können für Tinuvi? Ja, okay. Kriegen wir alles hin. Was war das nochmal? Bringe eine Kreaturenkarte in der Wahl aus deinem Friedhof. Eine Kreatur in der Wahl, die du kontrollierst, erhält Unzerstörbarkeit. Wäre natürlich gut bei einem Flieger zusammen mit... Oh, das wird haarig, Freunde. Das wird haarig und gleich kriegt das Smaug. Naja, wir haben ja ein paar Removal Spells im Deck, so ist es nicht. Es ist so geil, wie der einfach. Na, obwohl jetzt. Na, er hat noch nicht genug Ringding, ne? Der Ringding ist noch nicht groß genug. Also irgendwie.
klappt das noch nicht so mega gut. Aber er blockt nicht. Okay, gut. Wir kriegen 2 Schaden rein. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Mal schauen, wie es sich entwickelt. So, jetzt kommt Smaug. Aber Smaug hat nicht Eile, ne? Smaug hat Eile? Der ist doch riesengroß. Warum hat Smaug Eile? Ach du meine Güte, Leute, ey. Das ist ja wirklich... Ich meine, hier sehen wir wieder, was... Und ich finde, das ist eine ganz gute Lehre im Leben. Was ist wichtiger? Schönheit oder ein riesiger Drache, ein Olifant oder ein riesiges fliegendes Untier? Was ist wichtiger? Und ich finde die Botschaft ganz gut, dass Schönheit nicht das Wichtigste ist im Leben. Sondern auch, es einen riesigen Olifanten und einen Drachen auf seiner Seite zu haben, ist auch wichtig. Finde ich gar nicht so schlecht. So, jetzt geht mein Deck los. Jetzt geht mein Deck los, weil jetzt kann ich den blocken. Dann ziehe ich eine Karte, dann kriegt der hier... Warte mal, ich blocke mit Lifelink. Dann habe ich noch nicht verloren. Und dann habe ich im nächsten Zug 3 Kreaturen. Nee, pass auf. Nee, das machen wir nicht. Oder lieber unzerstörbar. Ja, wir kommen schon hin. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. So, jetzt schauen wir, ob er sich antraut anzugreifen. Stark. Oh shit, Trample auf Smaug. Fuck. Come on, fliegende Kreaturen sollten nicht trampeln dürfen. Was ist das denn für eine Regel? Ey, wer hat sich das denn ausgedacht, oder? Justus Jonas Tolkien? Leute, was soll das denn sein? Trampelnde Flieger? Okay, alles klar. Mhm. Nee, ist klar. Ja, come on. Also sorry, aber wenn das Spiel so unrealistisch ist, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das gewinnen? Also, tut mir leid, aber das... Also ich bin Rollenspieler im Herzen. Ich bin Rollenspieler. Und wenn gewisse Systeme einfach keinen Sinn ergeben, dann kann ich damit auch nicht umgehen. Also, wirklich. Also, sorry. Nee, aber da fehlt mir die Immersion einfach. Ich bin Method Actor, ich bin Rollenspieler. Ich brauche die Immersion, sonst kann ich nicht funktionieren. Ja, reinkommen. Reiner Reinkommer. Wir können darauf nur aufbauen. Ich meine, er war schön. Er war schön. Da kann man echt nichts sagen. Hast du gesehen, wie Smaug die Balliste weggetrampelt hat in Hobbit 2 im Flug? Kann ich mich ehrlich gesagt daran erinnern? Ich glaube, ich habe Hobbit 2 nur einmal gesehen. Genau wie Hobbit 1 auch. Ich hab, Hobbit 3 habe ich nie gesehen. Ich glaube, die ersten beiden nur einmal. Also, kommt auf an, welchen Hobbit du jetzt meinst. Den schwedischen, den sowjetischen oder den Peter Jackson. Ich weiß gar nicht, welchen du meinst jetzt gerade. Weil die anderen beiden habe ich gesehen. Guck mal, das ist doch meine Hand, oder? Warum habe ich so viele Länder? Irgendwie... Okay. Getappt ins Exil, wunderbar. Ring anstecken, sehr gut. Ich habe schon mal einige Kontrolloptionen. Inselumwandlung. Aha, wird es ein Elbendeck? Mit weiß. Blau. Gelb, meine ich. Nein, der Eisvogel. Eisvogel. Kann ich gerade gar nichts machen, ehrlich gesagt. Ist nur die Frage, ob er den direkt wegopfern will für die Karte. Oder nicht.
Nächsten Zug könnte ich ihn ins Exil schicken, dann würde er auch keine Karte ziehen, ne? Das ist schon nicht so doof. Wenn er stirbt. Ach nee, er greift gar nicht an. Warum greift er nicht an? Weil er weiß, dass ich Verbannung aus Edoras auf der Hand habe? Unzerstörbar. Ja, komm. Jetzt ja haut er auch sein Zeug raus. Was passiert? Okay. Warum will er unbedingt seinen Vogel bewahren? Er zieht eine Karte, wenn der stirbt. Aber gut. Dann habe ich ja... Ach so, der greift nicht damit an, ne? Warte mal, wessen Zug war das denn jetzt gerade? Was passiert hier? Arvensgabe. Hellsicht. Ziehe dann zwei Karten. Okay. Kannst du bitte mit deinem Eisvogel angreifen? Na, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob das... Irgendwie habe ich, glaube ich... Ich habe, glaube ich, gerade einen Zug verdüdelt, oder? Kann es sein? Greife ich hier an... Und ich greife an. Ich will nicht, dass der Flieger hat. So, okay, jetzt kommen wir. Ich meine, der hat jetzt viele Karten gezogen, ne? Das ist... Oh, ach, jetzt, der hat nur auf Rot gewartet. Und jetzt geht's los. So, jetzt soll er irgendwas richtig Teures, richtig Dickes zaubern. Starke DSA In-Time-Folge, by the way. Danke dir, Hector. Mein Das Schwarze Auge-Podcast. Wo wir 100 Folgen gefeiert haben. Schon 100 Folgen und ihr habt noch keine einzige davon gehört. Was soll das eigentlich? So, jetzt bin ich mal gespannt. Falls diese Kreatur während deines Entap-Segments enttappen würde, entferne stattdessen eine 1-1-Marke von ihr. Ach, falls du dies tust. Ich habe immer gelesen, falls du dies nicht tust. Na gut, ja, das ist ja... Falls du dies tust, jetzt verstehe ich. Komm, was soll's? Was soll's? So, jetzt brauchen wir noch unseren schönen Prinzen. Ich habe keine Ahnung von DSA, geht's trotzdem? Naja, naja. Nee, muss ich sagen, viele Folgen sind auch allgemein Pen and Paper, Rollenspiel und so ein Kram. Aber viele sind auch sehr DSA-spezifisch, ja. Paddeblock. Paddeblock! Ciao. Bau. Ah, Counterspiel. Ich habe ein Counterspiel. Auf die Hand ihres Besitzers zurück. Gefällt mir. Ich glaube, jetzt brauchen wir dann doch einen Blocker irgendwann, ne? Sollen wir nochmal Ring anstecken? Wow, er will nicht Eomer ausspielen? Holy shit, der Typ liebt es, Karten zu ziehen. Kann das sein?
Ja, wie wär's denn mit was anderem als Länder, Leute? Habe ich zu viele Länder? Der hat irgendwie Angst, Eomer auszuspielen, weil er denkt, ich habe einen Removal Spell, glaube ich. Warte mal, der ist 4-4. Saruman ist auch 4-4. Gandalf! Bilbo Beutlin? Gandalf! Bilbo Beutlin? Gandalf! Der erscheint plötzlich, ne? Saruman der Weiße, muss man Abwehr auch bezahlen, wenn man selber einen Zauber auf ihn wirkt? Die ein Gegner kontrolliert. Antwort lautet nein. Moment, wie läuft das jetzt? Wie kann ich ihn erst Wardkosten zahlen lassen und ihn dann wegschicken? Das war mir jetzt zu riskant. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Du meinst es ernst. Okay, cool. Ja, alles klar. They have a cave troll. Schmollex, vielen Dank für den Sub, danke dir. Kann nur von 3 Kreaturen geblockt werden. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, er müsste mit allen 3 Kreaturen blocken und die alle müssten sterben. Ja, ich meine, der wird irgendeinen Control-Kram auf der Hand haben. Darüber sind wir uns einig, ne? Esquizo übrigens. Esquizo 52 am Start. Oh. Ja, ich schick den zurück auf deine Hand. Schick den zurück in deine Bibliothek. Ich spiel blau. Minus 2, minus 2. Auf Angriff. 5. Achso. Was? Na gut, er verliert immer ein 2-Pferd. Kannst dich jetzt auch nicht beschweren. So, in 4 Zügen habe ich gewonnen. 4-mal Vogel, let's go. Celestine von Weiden. Oh, vielen Dank für den Prime-Sub, da sind wir ja schon bei DSA. Und kann auch sein, dass du einfach so heißt, aber Weiden ist auch ein Gebiet in DSA. Ach, ich kann mal wieder nur über DSA reden. Hast du einen Trampel? Was ist das hier? Warte mal, was hat der schon? Wo ist dann Trampel? Ach, richtig. Ich erinnere mich. No translation needed. Wo ist mein Vogel eigentlich? Hatte ich nicht einen Vogel? So, Freunde, jetzt geht's los. Ist das nicht eine herrliche Liebesgeschichte? Der Beschützer Gondors, der so in seiner Beschützertätigkeit aufgeht, dass er gar keine Zeit hat, an Liebe zu denken. Er ist getappt, er ist so in seiner Arbeit, in seiner Pflicht vereinnahmt
Und trotzdem ergreift ihn eines Tages der Ruf der Liebe. Doch er weiß noch nicht, wer die Person ist, mit der er dieses ewige Band teilen wird. Wird es Saruman sein? Oder ein Troll? Oder ein Reiter der Ostmark? Oder vielleicht doch ein Eisvogel aus Ithilien? Er weiß es noch nicht. Er spürt nur in sich dieses Fehlen von etwas. Als hätte jemand etwas aus ihm herausgerissen, was ein tiefes Loch hinterlässt und das er nur mit einem anderen Menschen füllen kann. Aber welche Person soll es sein? Mit wem wurde er auf diese magische, uralte Art verbunden? Mit wem wird er diese Liebe teilen? Es wird wahrscheinlich der Höhlentroll sein, ne? Da sind wir uns dann doch einig, ne? Vogel ist tot. Ja, das habe ich auch mitbekommen, aber halt nur so am Rande, ne? Ja. Und schon hat er wieder seine drei Kreaturen. Wie er es immer schafft, drei Kreaturen zu haben, der Lachs. Das ist so ein richtiger Lachs, dieser Esquizo. Mmh, Esquizo. Gerne schmeckt mir so wie Diso. 52. Meint ihr wirklich? Der ist 71 Jahre alt? Weiß ich nicht. 52 einfach eine gute Zahl. Schwer zu sagen. So, Freunde, jetzt muss hier mal was passieren, oder? Jetzt muss hier mal ein bisschen was passieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich super viele Länder habe. Man kann die Lebenserfahrung quasi erkennen. Absolut. Ich finde, Esquizo spielt bisher meisterhaft. Zwei Sapere-Marken. Sapere? Sagenmarke wird zu Sapere-Marke. Programmieren Sie das Spiel erstmal auf Latein und übersetzen es dann in die jeweilige Sprache oder was? Ja, wir haben es verstanden. Du hast Karten auf der Hand. Glückwunsch. Ja, mit Lifelink muss ich angreifen, oder? Ja, machen wir schon so, ne? Ja, er hat eine Menge Sagen, ne? Wie ich mir die einfach gar nicht durchlese. Aber ich habe auch lange kein Buch mehr gelesen. Irgendwie so, also so längere Sachen packen mich dann oft dann doch nicht mehr. Und so Kurzgeschichten sind mir auch zu lang irgendwie. Habe ich mir auch so ein Kurzgeschichtenband geholt. Dann dachte ich, ja, weil du zu faul bist, komplette Bücher zu lesen, lese mal wieder was Kleineres. Aber die sind mir dann auch nicht zu lang. Ich bräuchte es wirklich so kurz, so einfach so, ja, vielleicht. Vielleicht brauche ich Gedichte oder sowas. Gedichte, die so eine Erzählung noch haben oder sowas. Eine geile Story. Oder ich bin einfach schlicht und einfach zu faul für alles. Kann auch sein. Ach ja, ich habe den Text nicht gelesen. Der hatte den Text nicht gelesen. Das war sein Fehler. Oh, da ist er! Prinz Imrahim. Er ist so schön. Und es macht Spaß, ihn anzusehen. So schön. Er ist schön. Ja, meine Augen sind verwöhnt. So schön. Oh, ja gut, aber er ist schön. Aber was heißt das, wenn der Gegner 5 bedrohliche Kreaturen hat, ne? Ja gut, Roman, ne? Wollen wir? Schön, aber nicht mutig anscheinend. Nicht mutig genug.
Gibt's das gab's bestimmt auch mal, oder? Diese Kreatur kann alleine bedrohlich Kreaturen blocken, oder? Irgendwie so eine Art irgendwie Aegon der Mutige oder sowas. Das gibt's hundertprozentig. Ich meine, Magic zu designen ist nicht so schwer. Du schaust dir einfach die Regeln an und denkst dann, was wäre eine Ausnahme? Kreaturen dürfen nicht angreifen, wenn sie ausgespielt werden. Okay, Ausnahme, Eile. Ah, Kreaturen können geblockt werden. Ah, Ausnahme, Fliegen. Ah, Kreaturen fügen dem Gegner keinen Schaden zu, wenn sie geblockt werden. Ah, Ausnahme, Trample. Du musst eigentlich immer nur Ausnahmen finden. Und jetzt hast du eine Ausnahme der Ausnahme. Ah, Kreaturen können von einer Kreatur geblockt werden. Ah, Ausnahme, Bedrohlichkeit. Und jetzt die Ausnahme der Ausnahme. Und so geht das dann immer und immer weiter. Alter, dieses Deck ist völliger Nonsens. Hier funktioniert überhaupt nichts. Shit. Naja. Komm, wir haben Terrassenhang. Irgendwie habe ich auch immer viel zu viele Länder. Ich weiß gar nicht warum. Wahnsinn. Was der für Karten hat. So, Grauen an Furten erzeugen ein farbloses Mana. Ich glaube, Blau ist hier besser gerade. Zusammen mit der Mäherin der Tuck. Naja, das ist eben Weiß, ne? Also eher schwache Kreaturen, die zusammen stark sind. Zusammenhalt macht sie stark. Naja. Frodo Beutlin? Gandalf! Frodo Beutlin? Gandalf! Schon ein Genie, dieser Tolkien, ne? Also wirklich ein absolutes Genie. Zahl an legendären Kreaturen. Schon in den neuen WoW-Patch reingeguckt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber ich glaube, es wird bald wieder eine WoW-Phase geben. Spätestens nach meinem Urlaub, wenn es vielleicht in Richtung Hardcore geht. Habe ich ja schon ein kleines bisschen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt bin ich erstmal in 2 Wochen so im Urlaub. Und ich glaube, danach kann es gut sein, dass dann vielleicht offizielle Hardcore-Server in WoW ein Thema sind und dann natürlich, dann werden die Hände wieder buttrig, das sage ich euch gleich. Oh, da werden die Hände buttrig. Oh, da buttern die Hände aber von ganz allein. Ja, du hast viele coole Karten, wir haben es verstanden, Nekusa Mintraiser. Ich brauche ein neues Deck. Das funktioniert nicht. Geht's in den See mit Pokémon? Absolut. Ja, Pokémon und oder vielleicht Breath of the Wild vielleicht. Oder hier Kingdom of, wie heißt es hier? Hier, der zweite Teil von Breath of the Wild. The Glory of the Winds. Ich bin raus aus diesem Spiel. Freunde, wir machen ein neues Deck. Let's go. Neues Deck! Let's go. Ich habe genug von diesem Deck. Ich habe versagt. Pokémon Blau nur mit Knuffenser. Ja, ich habe ja immer mal wieder so Challenges gemacht, nur mit Pummeluff und so. Und, aber irgendwie, weiß nicht. Nachdem ich so mit Raupi gescheitert bin, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Komm, wir machen direkt den nächsten. Let's go. Let's go! Okay. Neues Deck, neues Glück, neues Konzept. Der Vogel. Okay, pass auf. Wir haben Gandalf.
Gandalf? Wenn der Ring dich in Versuchung führt, wenn eine andere Kreatur Ringträger ist, ziehe eine Karte. Das ist schon nicht schlecht. Das hat schon auch was. Das hat schon auch was. Huiuiui, das sind beides so, ja, wenn man, das sind halt so situative Karten, ne, wenn alles gut läuft. Kreaturen, die du kontrollierst, haben Tappe für ein Mana einer beliebigen Farbe. Naja, aber es ist ja schon Zug 4 und dann, wie viele Kreaturen habe ich und dann kann ich vielleicht, ja, weiß ich nicht, schwer. Blau. Komm, elfische Gesänge. Ich hab Bock auf grün. Legolas. Wenn du Hellsicht anwendest und falls Legolas getappt ist, kannst du ihn enttappen. Tue dies nur einmal pro Zug. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, lege eine 1/1-Marke auf Legolas. Grimas Schlangenzunge ist natürlich auch gut. Ja, aber vielleicht lass es mal ein Elbendeck echt gucken. Hätte ich auch mal Bock. Ah, gut, er schießt den Pfeil gerade, ne? Aber hat er seinen Ellbogen weit genug zurückgezogen für den Pfeil? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mir nochmal genau angucken. Komm, wir machen Elbendeck. Pony Lutz. Erneuerung. Sein Friedhof in der Hand zurück. Naja, okay. Jetzt, wo ich diese verhexende Heilkunst besser verstanden habe. Falls eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Opfere ihn. Schicke den Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Boah, das ist ja so ultra stranges Zeug. Nebel der Hügelgräber ist auch nicht schlecht. Aber lass uns mal mit Elben probieren. Saurumans Hinterhältigkeit. Landroval. Zufällig begegnete Elfen. Elben! Stali TV, vielen Dank für den Sub, dankeschön. Komm, ich gehe all in Elben. Ich hab Bock auf Elben. Ich würde mich ja selber auch eher so ein bisschen in Richtung Elbisch eher sehen, ne? Also. Finde ich tatsächlich alle drei okay. Der geht jetzt natürlich noch ein bisschen mehr in die Synergie rein. Komm, weißt du was? Warum nicht Weidending? Weidengedöns. Alles auf Hellsicht. Enttappe. Düsterwaldspinne. Death Touch. Legendäre Kreatur erhält Death Touch. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, ich muss diesmal ein bisschen eine bessere Mana-Kurve ausklamüsern. Speer aus Lothlorien. Wenn er angreift, Hellsicht 1. Finde ich okay. Finde ich okay. Wir machen Elbendeck. Wir gehen all in Elbendeck. Na gut, Frodo ist ein Freund der Elben, ne? Strenge Schelte. Das ist eine strenge Schelte, weißt du? Frobo. Was ist mit Frobo? Ich halte ihn mal in der Hinterhand, weil ich finde ihn nicht schlecht. Ich mag den Eisvogel. Ich kann es jetzt auch nicht mehr verschleiern. Festnahme. Yep. Mag ich auch. Ja, keine Ahnung. Stein von Utrecht. Was, weiß nicht. Ja, die triggern keine Sterbeeffekte. Okay, ja gut, aber das ist mir ja egal.
Mana für Spontanzauber, Hexerei. Naja, naja. Das ist elbische Fernsicht. Weidenwilli. Weidenwilli ist... Weißt du, ich find's ja ganz cool, wenn Karten teuer sind und trotzdem noch diesen Hellsicht-Trigger drin haben, weil dann baust du dir halt mit dem billigen Kram das irgendwie auf. Dann denke ich mir, hast du halt Weidenwilli, der dann nochmal was macht. Vielleicht ist Weidenwilli auch einfach unsere Win-Condition. Gandalf! Gandalf ist ja Freund der Elben, ne? Deswegen glaube ich, passt er auch gut rein in so ein Elbendeck. Wir brauchen aber dringend entischen, wie heißt es, entischer Zorn oder sowas, ne? Komm, Gandalf. Zu den Pilzen führt der Ring dich in Versuchen zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege eine 1-1-Marke auf eine Kreatur. Ja, Freunde, wir brauchen leider ein bisschen Removal Spells. Ich meine, wir haben Ortank, ne? Hält sich zwei, ziehe dann zwei Karten. Ja gut, ist wahrscheinlich besser, wenn man da eine Synergie dazu hat. Oh, Legolas, geil. Ja, wenn eine Kreatur, der... wir brauchen Flinkbaum. Immer wenn Flinkbaum oder eine andere Baumhirte... Nee, da brauchst du, glaube ich. Ah, aber ich glaube... Fuck, wir brauchen Rache der... Nee, komm. Legolas ist der Coolste. Das Problem ist, der ist halt so hart snowballig, dass wenn halt nie eine Kreatur des Gegners stirbt, dann bleibt der immer schwach. Sechs Mana, 5/6 ohne Trample ist halt leider echt schwach, ne? Und du hast nur einmal, wenn er ins Spiel kommt, erhalten zwei Kreaturen deiner Wahl, +2/+2. Ist halt die Frage, wie viele andere Baumhirten wir noch kriegen, ne? Aber vielleicht, wenn man den ein-, zweimal triggert... Ist halt jetzt ein ganz anderes Konzept, aber wir brauchen teure Sachen, ne? Lange Liste der Ents. Gibst du mir mal bitte dieses Zorn der Ents, bitte? Legen eine Kreatur in der Wahl an, enttappe die Kreatur, die ausgerüstete Kreatur, +1/+2 und Reichweite. Vier Mana, 3/4 Hellsicht. Ja, komm, lange Liste der Ents. Kaninchen schmoren. Kreatur in der Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in höhere Stärke zu. Naja, das ist doch schon mal was. Es ist kein Zorn der Ents, aber es ist doch schon mal was. Viele Abschiede. Viele Abschiede. Viele Abschiede. Viele Abschiede. Ja, Ritter von Dol Amroth passt halt besser zu Gandalf. Nee, Quatsch. Nee, Gandalf. Doch, Gandalf zieht eine Karte. Gut, aber das ist halt eine Dreifach-Synergie, ne? Ritter, Gandalf plus Temptation Ring. Aber die anderen finde ich jetzt wirklich katastrophal. Frodo Beutlin? Ja, ich habe jetzt halt Doppelfoto im Kofferraum, ne? Das ist halt auch Quatsch. Viele Abschiede. Nein, ist nicht meins. Fessel, tappe, ziehe eine Karte. Das ist gut mit den Rittern. Aber nervt mich zu sehr, glaube ich. 4/4 für jede legendäre Kreatur. Gandalf, Legolas, Flinkbaum plus Ringträger. Sei nicht traurig, kleiner Weidenmann. Dass für dich nichts übrig bleiben kann. Sei nicht traurig, kleiner Weidenmann.
alten Mann. Das für dich nichts übrig bleiben kann. Erzürnt der Huorn? Mein Gott, sieht der entzürnt aus da. Der will ich nicht in die Quere kommen. Ja, mein Gott, was glaubt ihr denn, was ich für einer bin, dass ich Rollenspieler bin und Legolas den Bogen der Galadriel geben will, aber er ist halt echt nicht gut, leider. Aber nehmen wir meinen Kofferraum. Leute. So, jetzt aber. Jetzt aber. Zorn der Ents, da haben wir es doch. Entzornig. Nämlich Spinni, Vogel. Wir haben null Hellsichts-Payoff, ne? Wo ist unser Arwen? Wo sind unsere zufällig begegneten Elben? Nichts haben wir. Kein Hellsicht-Payoff. Gar nichts. Nichts. Das wird eine absolute Katastrophe schon wieder. Ich meine, alles, was wir haben, ist Weidenwilli. Es kann nicht wahr sein, dass wir null Hellsichts-Payoff haben. Was sagt die Mana-Kurve? Eher billiger, ne? Ja, mein Gott, was will ich mit dem ganzen Land? Ich komm, wir gehen all in Weidenwilli. Fuck it. Eine andere Idee habe ich nicht. Weidenwilli und Vögel. Das ist die Idee. Erneuerung des Auenlandes. Mann, ich brauche keinen Ramp. Ich brauche vernünftigen Hellsichts-Payoff. Die Idee ist Vogel, Weidenwilli und vielleicht ein bisschen Ring. Das brauchen wir. Verhexenheilkunst. Wie viele Kreaturen? 14. Ja, komm, dann nehmen wir das noch. Idee, verhexende Heilkunst auf alles und dann schön mit Weidenwilli drüber fliegen. Das ist ein dummes Deck. Aber vielleicht klappt's. Komm, wir nehmen einen Bogen rein, damit wir das unserem Flieger geben können, oder? Es ist dumm und eine Spinni. Bisschen was Nerviges auf dem Boden. Oh Mann, ich will nicht immer Hellsicht. Auf der anderen Seite Hellsicht für sich ist ja auch schon okay. Bogen. Ach. Leute. The Lucky Sky. Vielen Dank für den Sub. Herzlich willkommen. Pippins Tapferkeit. Okay. Ich rase direkt in die zweite Draft-Katastrophe rein, aber ich bin vollkommen bereit, hier mit voller Wucht gegen die Wand zu laufen. Die Karte, weiß ich nicht, ob die so gut ist. Düsterwaldspinne zweimal ist, glaube ich, okay. Ring ist natürlich nett. Falls in diesem Zug eine bleibende Karte in deiner Kontrolle spielt, das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ich tue trotzdem mal eins raus. Ja. Weiß ich nicht. Brauchen wir das wirklich dreimal? Ja, schon okay. Brauchen wir überhaupt so viele Länder, frage ich mich gerade. Weil wir gar nicht so... Ja. Ich meine, wir haben 5 Mana und dann einen für 6...
Ich habe echt Bock, Mana rauszunehmen. Es ist dumm, ich weiß. Ich weiß, was ihr jetzt sagt. Oh, das ist dumm. Oh, das dumm vielleicht. Kurz, wenn ihr nicht viel Zeit habt. Oh, wie dumm das. Sowas in der Ecke. Aber ey, Leute. Ich hab Bock. Weißt du, du hast so viel Hellsicht, du kannst dir das Ganze auch so ein bisschen hinschieben, wie du es brauchst. Da musst du gar nicht so viel im Deck haben, ne? Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass ich nicht so viel rausnehmen will. Vielleicht nehmen wir ein Weiden. Ja, vielleicht nehmen wir eine Festnahme. Ich finde die drei Karten an sich nicht schlecht. Die habe ich alle dreimal. Brauche ich wirklich dreimal den Vogel? Komm, wir nehmen einen Weidenwilli raus. Fuck it. Let's go. 15 Länder mit 6 Drops drin wird eine Katastrophe. 6 Drop. Ein einziger mit für 6 Mana. Und wir haben viel Hellsicht. Das kriegen wir schon hin. Let's go. So. Schaden in Höhe. Alles klar. Kein Problem. Und unser einziger Hellsicht-Payoff ist direkt mit am Start. Fantastisch. Na, da geht's. Kaninchen schmoren. Kreatur, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur, die du nicht kontrollierst, Schaden Höhe zu. Okay, alles klar. Okay. Immer wenn du Hellsicht anwendest, erhält er +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Warum hab ich sowas nicht? Warum hab ich sowas in 3 ganzen Booster Packs nicht bekommen? Habe ich vielleicht bekommen, aber habe ich nicht gesehen. Oh, ist sogar ein Spontanzauber. Will ich blocken? Nö. Ah, jetzt macht er noch einen Hellsicht-Spontanzauber. Wow! Hey, Asbach Cola und Lockward, vielen Dank für die Prime Subs. Herzlich willkommen. Wir sind gerade in unserem ersten Spiel des Elben-Drafts. Ich habe mich einfach zu diesen Elben immer sehr hingezogen gefühlt. Einfach diese Weisheit, diese Anmut, das etwas fade schmeckende Brot. Das war einfach bei mir immer schon so ein Punkt, wo ich damals im Kino saß. Wo ich gesagt habe, ja, das ist meins. Damals, wo ich 11 Jahre alt war und ich mit meinem Bruder in Herr der Ringe die Gefährten gehen wollte, der ab 12 war. Und ich sag mal so, ins erste Kino sind wir nicht reingekommen, weil ich es ein bisschen versaut habe. Aber im zweiten lief es dann besser. Allein das hat wahrscheinlich schon meine Liebe zu Herr der Ringe verstärkt, weil ich mir dachte, okay, das ist ein krasser Film, da kommt nicht jeder rein. Ergibt das Sinn? Schon, ne? Zeitlich? 2003? 2001? Also wann der rauskam? Ah, weiß ich noch. Bin ich mit meinem Bruder. Und ich weiß noch, dass ich während des gesamten Films Aragorn und Boromir verwechselt habe. Also das war, das weiß ich noch, dass das... Das war ein Problem. Das war ein Problem für mich. Ja, das war definitiv ein Problem. Ich weiß noch, dass ich nach dem Kino meinen Bruder gefragt hat, ach so, der konnte deswegen so lange überleben mit 3 Pfeilen im Körper, weil er diesen Halskette bekommen hat von der Elbenfrau. Und mein Bruder so... Oh Gott. Mein Bruder wollte mich für Fantasy und Herr der Ringe begeistern und merkt einfach, ach, Vollidiot. Das war schon mal meine erste Frage. Warum überlebt er so lange mit 3 Pfeilen? Weil ich dachte natürlich, ein Pfeil sofort tot. Und es war für mich erklärungsbedürftig, warum jemand so lange überleben kann, wenn er 3 Pfeile im Bauch stecken hat.
Dachte ich, ach so, weil der war verzaubert von dieser Elbenhexe. Ach, Vollidiot, ey. Da war. Da hat mein Bruder schon gemerkt, ah, das wird nichts. Das wird nichts mehr. Ja, wollen wir noch eine verhexende Heilkunst machen? Nee, ne. Jetzt aus. Milan94, danke dir. Direkt danach hast du dich im Filmfehlerforum angemeldet, ja. Eigentlich, weil, also technisch gesehen, ist ein Pfeil durchaus eine tödliche Waffe. Und vor allem Pfeilwaffe kann er durch die Zeit, kann er das durchaus, und auch wenn er ein Kettenhemd anhatte, kann das durchaus problematisch sein mit einer Spitze. Kettenhemd schützt eigentlich vornehmlich gegen Schnittwaffen, weil die sozusagen den Schlag aufteilen auf mehrere Kettenglieder. Aber wenn der ein Pfeil direkt da durchgeht, und man kann das durchaus einen rein Ring sprengen, kein Problem. Kann nicht von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Okay, verstehe. Mich hat damals Sauron und Saruman total verwirrt. Warum nennen die die auch so ähnlich? Das ist ein guter Punkt, ja. Stimmt schon. Aber wie dumm kann Gandalf eigentlich sein? Ne? Ich bin auf der Suche nach Sauron. Saruman, mein bester Freund. Kannst du mir helfen? Sag mal. Zähl doch mal eins und eins zusammen. Oh, wow, er hat Hellsicht. Cool. Lege 2-1-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Das heißt, es wäre sehr ratsam, zum Anfang des nächsten Zuges Kaninchenschmoren in der Hinterhand zu haben, nicht wahr? Das heißt, spielen wir mal Legolas jetzt lieber noch nicht aus. Boah, immer wenn der normale offen hat, ey. Spontan Zauber, ne? Ey, das ist so verwirrend, dass man bei solchen Zaubern manchmal. Also bei Opfern, wenn was geopfert werden muss, muss man die Zielkreatur als erstes wählen und dann das, was geopfert wird. Bei solchen Karten aber andersrum. Wow, Hexproof. Stark. Stark. Cloud X Centro. Danke für den Prime Sub. Müsste man anders zugesehen. Oh shit, und den Effekt kann man auch machen, wenn die Kreatur getappt ist, ne? So, wir müssen eingreifen. Heldenbaracke, vielen Dank für die Gifted Subs. Danke dir. Ich versuche zumindest einen Sieg für euch heute rauszuholen. Ach, und der hat ja auch die Marken. Alter, wie dumm bin ich. Naja, gut. Es kann ja einfach der Vogel blocken, ne? Ist halt die Frage, ob das jetzt schlau ist, Legolas zu spielen. Weil er jetzt wahrscheinlich gegen eine andere Kreatur kämpfen wird, ne? Sieht alles nicht so gut aus. Pirato XO dazu posten wir, wenn es Neues gibt. Ist die Frage, ob ich verloren habe, wenn ich Legolas nicht spiele, aber ich glaube nein. Ich habe ja auch noch eine Speise. So,
Jetzt kämpft er. Die Frage ist, ob er jetzt bereit ist, die Kreatur zu opfern. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das Schlauste für ihn wäre jetzt, diese Kreatur zu opfern gegen den Träger zum Beispiel, damit er zwei Karten ziehen kann. Die Frage ist, ob er es machen will oder nicht. Schwierig. Ah, okay, er kann die noch selber auswählen. Das ist nicht die gleiche Kreatur wie Akt 2, ich verstehe. Kreatur hält minus 3, minus 0, okay. Er will, dass sie kämpfen, aber will nicht, dass sein Navigator stirbt. Okay, alles klar. Ich krieg meine Karte. Das ist das Wichtigste. Da ist er, Weidenwilli! Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr, liebe Freunde. Ich befürchte, das wird nichts mehr. Gerade noch. New Guy in Town, danke für den Sub. Ja, später spielen wir noch Dota heute auf jeden Fall. Schauen, wie es läuft. 3, 4. Kann nicht mit größerer Stärke geblockt werden? Das geht ja. Ich sehe hier schon ein Letal um die Ecke kommen. Wir haben 2 Mana und dann noch 4 Mana. Ja, so können wir vielleicht nochmal einen schlechten Angriff provozieren. Mal schauen, mal schauen. Ach, der kann dann nicht geblockt werden, ne? Wenn er Hellsicht kriegt. Oh, Legolas ist leider auch echt nicht gut, finde ich. Also, kommt drauf an, ne? Alter, wie sehr ich diesen Nimrodel gebraucht hätte. Plus 1 und unblockbar mit Hellsicht. Ach so, okay. Ja, okay, das war's. Das war's. Ey, liebe Freunde von Krogmann, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ey, Krogo. Oh, Freunde, hier könnt ihr direkt hinter die Kulissen sehen. Da wird der Vorhang gelupft. Oh, die Illusion, die Streaming-Illusion, der On-Air-Character wird gebrochen. Oh nein, ihr seht mich in meiner rohen, menschlichen, aufgequollenen Form. So wie ich eigentlich nie von Anhängern des Krogmann gesehen worden sein wollte, um Gottes Willen. Ihr seht mich als Mensch, als Fleischsalat, als lebenden Fleischhaufen, der einfach vor sich hin darbt und schwitzt. Nein, ich hatte mir doch eine so präzise Rolle zurechtgelegt, die ich gerade vor den Krogi-Fans eigentlich spielen wollte, als unnahbarer, quasi elbengleiches Licht gewesen. Und jetzt seht ihr mich in meiner reinsten Menschenform. Das habt weder ihr noch ich verdient. Ach. Das ist tragisch. Ach, vielen Dank, Krogi. Schön, dass du mit dabei bist. Krogi, was treibt Krogi eigentlich? In welchen extremen Gebieten des menschlichen Daseins treibt der sich eigentlich wieder rum? Welchen Kartenrand ist er gerade dabei zu überqueren? In welches unentdeckte Land ist er auf dem Weg und hat sich aufgebrochen? Zu welchen neuen Gefilden des menschlichen Erlebens hat er sich aufgeschwungen? Ich weiß es gar nicht mehr. Man verliert den Überblick. Man verliert den Überblick. Wenn man sich mit Krogi unterhält, dann man denkt sich, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Er erzählt, ja, ich war in der Antarktis mit Evil Jared, habe ich nach dem Nazi-Gold gegraben und wir haben das Bernsteinzimmer gefunden und Görings Kunstschatz. Und du so, ja, ich habe mir ganz viele von diesen dünnen Waffeln gekauft. Und da konnte ich mich nicht zwischen den Sorten unterscheiden, habe ich beide Sorten gekauft.
Also unterschiedliche Leben. Ach so, nur plus eins, ach so. Ah, na gut. So, der Geist. Wir spielen übrigens Magic the Gathering, das fusioniert wurde durch einen kleinen interdimensionalen Unfall mit der mit dem Universum von Herr der Ringe. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt vielleicht euch nicht so gut auskennt mit Magic the Gathering, ich glaube, da ist doch dann der ein oder andere Herr-der-Ringe-Fan auch bei Krogi mit dabei. 1-3. Könnte den gut blocken. Stellen wir uns mal eher ein bisschen defensiver auf, oder? Glaube ich, könnte ganz passend sein. Und jetzt kommt der Legolas, der natürlich als Bogenschütze prädestiniert dafür ist, Gegner aus der Entfernung auszuschalten. Könnte natürlich mit Zorn der Ents und oder Düsterwaldspinne eine gute Kombination sein, Gegner zu töten, sodass Legolas eine 1-1-Marke draufkriegt. Bestimmen Angreifer. Na, das soll er das machen. Na bitte, er muss ja doppelt blocken. Könnte man einen davon schon ausschalten. Soll ich das machen? Der wird nicht doppelt blocken, oder? Na bitte, wenn ihr Land zieht, dann habe ich einen Weidenwilli. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, gut, okay. Klar, er kann auch einzeln blocken, ne? Das ist natürlich logisch, ne? Aber ich krieg ein Hellsicht. Oh, Doppelblock! Ah, weil ein Ork Aufmarsch will. Aber Achtung, jetzt kriegt mein Legolas +1/+1. Hehehehe. Oder wie Legolas sagen würde, harr, harr, harr. Ja, ihr habt die Filme gesehen. Sogar die unlizenzierten. Oh-oh! Oh-oh! Oh ja, jetzt wird's verwirrend. Jetzt wird's richtig verwirrend. Weil der verliert jetzt jede Runde eine 1-1-Marke, enttappt dann aber wird dann, wenn er nicht noch eine 1-1-Marke kriegt, dann nie wieder enttappt. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Das ist doch alles eine... Es ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja. Na gut. Nächsten Zug lernen wir Weidenwilli kennen. Er ist gut drauf, ist ein Elementarwesen. Und dann haben wir quasi schon so viel Mana, wie wir brauchen. Mehr Mana brauche ich gar nicht. Aha. Vorhut der Ostlinge zurückgeholt. Wunderbar. Oh, er hat nur 3 Länder. Uiuiui, das könnte für ihn natürlich problematisch sein. So, jetzt kriegt Legolas wieder eine Marke. Das heißt, er hat jetzt 2, er enttappt. Warte mal, und wenn er Hellsicht hat, dann enttappt er, ne? Das heißt, ich kann ihn jetzt hier wieder enttappen. Gebiete. Handeln? Okay, also gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Nazgul! Ui. Nazgul. Er hat aber ein bisschen wenig Länder. Ey, wenn ich es nicht schaffe, jemanden zu besiegen, der nur 3 Länder zieht, dann haben wir einfach ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Lieber nicht mit Legolas angreifen. Na, wenn ich ihn enttappen kann, ist doch gut. Habe ich ja keinen Nachteil davon, angegriffen zu haben. So. Trampelschaden, wenn er ins Spiel kommt, führt der Ring dich in Versuchung. Ey, pass mal auf. Hast du das auf den Ring? Jetzt ist natürlich die Frage, ne?
Die Frage, wie wir das machen. Soll ich mit Legolas angreifen? Weil früher oder später ist Legolas eh raus. Ja, ich greife an. Ich greife an. Ah, der Nazgul muss weg, bevor der sich ewig hochballert. So, er hat 14 Lebenspunkte. Ich mache jede Runde 3 Schaden. Das heißt, in 5 Runden haben wir gewonnen. Dank der gütigen Kooperation mit Weidenwilli kriegen wir das auch hin. Ehrlich gesagt, nee. Ja, der Todesberührung jetzt. Oder auf 5,5 oder so. Wie viel kostet denn diese, hat 5,5 Karte? Weiß man nicht. Oh nein! Die Vorhut. Zorn der Ents. 1,1 Marke. Das heißt, das wird ein 6,7er Trampler, der ab dem nächsten Zug ein 5,6er Trampler ist. Was nicht so doof ist. Ja, wir gehen jetzt einfach voll auf Ballern einfach. Klar, der erzeugt nochmal einen Blocker, aber mir egal. Warum ist der direkt gestorben? Ach, der bufft nur den Bestehenden. Ach ja, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, umso besser. Gut, macht jetzt nur einen Unterschied, aber passt schon. Passt schon. Ja, mal schauen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber mein Problem ist halt, mittlerweile entwickelt sich ein kleiner Hunger bei mir, ehrlich gesagt. Ich glaube, da muss ich mal eine kurze Esspause machen. Oh, besser. Oh, der Bogen der Galadrim. Tja, auf Trampler oder auf Flieger ist die Frage. Was kann man sich besser vorstellen? Einen Baum mit einem Bogen? Oder einen Weinwilli-Elementarwesengeist mit einem Bogen? Ausrüsten 2, 5 Mana. Das ist, sieht schon nach Letal aus, ein wenig, ne? Oh, ist das jetzt BM? Naja. Naja, also man muss dazu sagen, ich nehme natürlich diesen Sieg feierlich an. Danke. Ich hätte es ohne euch, den lieben Chat, nie geschafft. Danke, ihr seid die Besten und so weiter. Aber, gut, noch habe ich nicht gewonnen. Aber trotzdem, ihr seid super. Vielen Dank für diese Unterstützung. Aber, naja, gut, er hat jetzt auch nicht so viele Länder gezogen, ne? Da muss man sehr ehrlich sein. Oh, der Raid. Oh, da haben wir es doch. Dankeschön. Vielen Dank an den Chat. Ohne eure Unterstützung hätte ich das nicht geschafft. Und auch vielen Dank an Michael Krogmann, Dr. Michael Krogmann, so viel Zeit muss sein, für diese Unterstützung, die mich zu dem Sieg hingetrieben hat. Dankeschön. So, weiter geht's. Erster Sieg des Tages. Los geht's. Jetzt geht's bergauf. Jetzt haben wir tatsächlich die, ja, vielleicht einzigartige Ehre, einem Naturphänomen beizuwohnen, das sehr selten ist. Und zwar die Bergauflawine. Ja, in der Tat, das passiert sehr selten. Normalerweise, wir kennen nur die Bergablawine, wo also ein Steinschlag, sei es Schnee, sei es Geröll, sei es Steine, sonstiges natürlich in der herabstürzenden Bewegung immer größer wird. Aber genau dieses gleiche Konzept gibt es auch bergaufwärts. Extrem selten zu beobachten. Deswegen freue ich mich, dieses Spektakel mit euch zu teilen. Genau das werden wir hier sehen. Eine Lawine, die bergauf immer größer wird, ein immer größeres Potenzial entwickelt. Und manchmal teilweise auch den Berg schanzenartig überfliegt. Und dann natürlich als tödlicher Steinhagel auf der Talseite herunterkommt. Das ist der Nachteil. Zug 1, Liste der Ents. Wer hat Bock? Zug 1, Liste der Ents.
Oder Zug 2, Liste der Ents. Komm, let's go. Okay, erster Kreat... Warte mal, was hatten wir nochmal? Krebs? Ne, Krabbe. Wir nehmen Krabbe. Krabbe. Glamdring! Da ist das Glamdring! Wenn du in, also ich darf nur in dem Zug, in dem ich die Kreatur auch ausspiele, diesen Kreaturentyp wählen, ne? Okay, also brauchen wir Berater. Oder? Habe ich es richtig verstanden? So, jetzt kommt Vogel. Weil jetzt kommt der Typ hier. Geil. Der kriegt jetzt 1-1 drauf. Mega gut. Was haben wir noch? Was gibt's noch für Kreaturentypen? Teufel? Schrecken? Horror. Oh, Frosch gibt's auch. Ja, Frosch. Frosch ist super. Okay, elfische Gesänge. Let's go. So, nächster Zug ist Speer. Weil elf brauchen wir wahrscheinlich später noch. Ach so, mal mit mal. Ach du meine Güte. Ja gut, er kriegt entweder ein Counterspell und ein Land. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Sinn ergibt. Ich weiß gar nicht, was ich will, dass er nimmt. Counterspell und Land oder die anderen beiden? Yes, er hat den Counterspell nicht genommen. Yes! So, jetzt kommt Speer. Okay, die sehe ich nur. Ich verstehe. Ja, aber das ist eigentlich eine geile Kombination mit Hellsicht, ne? Dann tut man das weg, was keine Kreatur ist und dann... Danke für die Speise. Trottel. Gib mir Speisen. So, jetzt will ich Elementarwesen. Wobei, ja gut, wäre natürlich auch schlau gewesen, erstmal Hellsicht. Überfordert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ah ja, geil, den könnte ich jetzt direkt spielen. Schwierig, schwierig. Schwierig. Aber Weidenwilli leistet bis jetzt solide Arbeit, würde ich sagen. Ich meine, er hat eine sehr starke Karte mit Glamdring. Hat auch schon einiges im Friedhof. Und er kriegt gleich 1-1 Spielsteine. Womit er mir Kampfschaden zufügt. Oh, das wird böse. Das wird böse. Nein! So, Flinkbaum. Ja, wie mache ich das jetzt? Hellsicht und dann hoffen, dass ich eine Kreatur... Na gut, ich brauche eh eine Kreatur oder ein Land, um Flinkbaum auszuspielen. Also tun wir auf jeden Fall den Bogen weg.
hoffen auf eine Kreatur, die ich jetzt noch ausspielen kann. Ja, super. Erstmal Schaden. Dann kann ich Weidenwilli ausspielen. So, damit haben wir Flinkbaum und Festnahme aus Ortank ist auch gut. Okay, passt doch. Okay, ja, können wir schon mal den blocken, der Glamdring hat. Der hält... Oh, der wird aber ein Vierer. Oh, fuck, ey. Ist es das wert, Weidenwilli herzugeben für einen von seinen Dusselfliegern hier? Ei, das tut schon weh. Ah, gut. Er entscheidet sich gegen Ausrüsten. Drei. So. Jetzt, was war das nochmal? Plus zwei Trample. Ja, da machen wir auf jeden Fall eine Menge Schaden. Ich glaube, ich kann den nicht aufhalten. Weil vier Erstschlag ist einfach so dumm, das mit Weidenwilli zu blocken. Fuck it, ich mache jetzt einfach Damage. Mir scheißegal. Ich mache jetzt einfach Schaden. Brauche ich den überhaupt nochmal? Aber ja, der ist besser als ein Land, das ich stattdessen vielleicht kriegen würde, glaube ich. Es ist halt so schade, dass er selber kein Trample verursacht, ne? Ach, alle meine Kreaturen erzeugen ja auch Mana wegen der Gesänge, ja. So, jetzt wird's haarig. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, weil jetzt darf er einen kostenlosen Zauber wirken. Nein! Warum rüstet er denn nicht Glamdring aus? Na gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel bist du jetzt bereit? Also wir haben jetzt 6 Mana und 4 Mana kostet Ortank. Tja, wie machen wir das jetzt? Wir könnten auf jeden Fall die Waldläufer wegschicken, mit verhexender Heilkunst den tappen, dann machen wir auf jeden Fall 3 Schaden mindestens. Die Elfen hingegen könnten wir ausspielen. Blieben noch 3 Mana übrig. Dann tapp ich Flinkbaum. Um den zurückzuschicken, um dann mit dem anzugreifen. Der stirbt mir gegen Dol Amroth, ist auch dumm. Nee, ich brauche Damage. Ich glaube, das Beste ist es so anzugreifen, dass er wahrscheinlich mit den Waldläufern blocken muss. Und ich dadurch meinen Speer wieder zurückbekomme. Gleich die beste Möglichkeit. Ja, schade. Wir haben jetzt halt nicht den Vorteil des Topdecks genutzt. Aber mal schauen. Also, wir haben 3 Schaden in der Luft. Die kriege ich jetzt zur Not beide los. Aber 3 Schaden reichen nicht. Aber aktuell
Was? Was hat der gegen seinen Glamdring? Na gut, wahrscheinlich jetzt noch Glamdring und dann einen kostenlosen Zauber für fünf Mana. Oh, Kollege, das endet nicht. Ich raff's nicht, ehrlich gesagt. Das ist Lethal. Das ist Lethal für uns, glaube ich. Das ist Lethal. Tja, Freunde, Lethal lohnt sich. Tschüss. Ja gut, er hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich so viel Kontrollkram habe. Oh Leute, ey, ich weiß nicht, nach so einem Sieg, da werde ich immer durstig. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde wirklich durstig. Und deswegen nutze ich einfach mal die Gelegenheit, um mir schön einen neuen Holy zu machen. Denn ja, ihr habt es mitbekommen, Ausrufezeichen Holy. Holy ist mit dabei. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, 10% Rabatt zu kriegen mit dem Gutscheincode Florentin. Und falls ihr nicht wisst, was Holy ist, ist eine fantastische Idee. Und zwar, ihr kriegt Eistee in Pulverform. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit, wie ich, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will einen Eistee haben, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie zu Penny zu laufen, könnt ihr hier einfach mit diesem formschönen Löffel euch einfach ein bisschen Holy schön rausholen. Zack, perfekt dosiert, ja. Ich mag es manchmal, bin ich ehrlich, auch ein bisschen stärker. Ich mag es ein bisschen stärker. Einfach schön hier oben rein. Ja, und dann einfach Leitungswasser dazu durchschütteln und schon habt ihr einen neuen Eistee. Ihr müsst quasi den Tisch nicht verlassen. Ihr könnt direkt hier einfach eure eigene Eisteebrauerei aufmachen. Kippt da einfach ein bisschen Wasser rein und dann könnt ihr direkt weitermachen. Kein Problem. Ich sag mal so, es gibt verschiedene Sorten. Es gibt Sorten für Leute, die Geschmack haben und es gibt Sorten für andere. Klar, alle Sorten sind gleich lecker auf jeden Fall. Ich habe da auch gar keine Präferenz für verschiedene Sorten. Ne, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass ich sage, eine Sorte ist besser als andere oder würde die in irgendeiner Weise herausstellen wollen. Das ist ja völliger Unsinn, aber es gibt einfach klare Unterschiede. Und falls ihr mal vorbeischauen wollt, klickt einfach auf den Link hier unten bei mir im Stream. Da könnt ihr euch auch alle Sorten mal durchgucken. Es gibt ein Probierpaket, wo ihr einfach mal alle verschiedenen Sorten von Holy durchprobieren könnt. Da gibt es ganz verschiedene, die klassischen, natürlich Zitrone, Pfirsich, aber auch Apfel mit grünem Tee. Ganz viele fantastische Sachen. Schaut einfach mal vorbei und guckt euch das an. Und wie gesagt, hier unten seht ihr es auch nochmal. Gutscheincode Florentin für 10% Rabatt. Tut das Ganze, es ist fantastisch. Ich werde mir jetzt selber etwas zusammenrühren und dann können wir direkt weitermachen. Denn natürlich, direkt erfrischt soll es auch hier weitergehen. Denn ich sag mal, ich will nicht sagen, ich habe einen Lauf. Ich will nicht sagen, Weidenwilli ist eine Karte, die absolut zu krass ist. Aber, naja. Wir schauen mal weiter. Bis jetzt hat es gut funktioniert. Und dieser Elbenchor ist eigentlich auch ganz gut. Aber man merkt, also es ist natürlich immer so eine selektive Wahrnehmung und so. Aber ich habe das Gefühl, diese zwei Länder, die ich rausgetan habe, ein bisschen merkt man es schon. Klar, das kann jetzt natürlich nur irgendwie Einbildung sein, selektive Wahrnehmung. Klar, ihr könnt da die ganze Liste von Biasen jetzt runterrattern, die mich da in irgendeiner Weise in die Irre führen. Gerne, nehme ich alles, geschenkt. Aber trotzdem, manchmal habe ich dann doch das Gefühl, dass Dinge Konsequenzen haben. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es läuft mit den zufällig begegneten Elben. Ja, weil eigentlich hat Tolkien eigentlich Elben geschrieben, und er hat das auch immer übersetzen lassen, weil der ist ja Linguist und der kennt sich da aus. Und deswegen heißt es eigentlich Elben und nicht Elfen. Weiß ich doch, Leute. Weiß ich doch. Ich habe doch alles von Tolkien gelesen. Selbst die Doktorarbeit. Selbst die Tagebücher aus seiner Jugendzeit habe ich gelesen. Alles gelesen. Alles habe ich doch gelesen. Ich kenne mich doch aus. Elbische Gesänge sind auch wieder mit dabei. Schön, nett. Freut mich. Manchmal denke ich mir, ich dürfte damit nicht durchkommen. Länder rausnehmen und dann ziehe ich doch noch einiges. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung. Boah, wenn der angreift, blocke ich ihn. Weil der darf nicht elfische Gesänge zerstören. Oder? Ist das schlau? Sag mal. Ich block den. Ja, vielleicht war das richtig dumm. Klar, muss ich mir gefallen lassen, diesen Vorwurf.
Aber ich versuche hier auf die lange Lotte zu gehen und langfristig hier einen Vorteil zu bekommen. Hässig 3. Jetzt die Frage, hat er sich eine Kreatur? Butterblume! So. Ist die Frage, was ist besser? Zwei Kreaturen oder eine Kreatur? Schwer. Weidenwilli ist aus unerfindlichen Gründen nicht legendär. Merkwürdig. So, jetzt müssen wir echt mal gucken. Oh, elvische Fernsicht mal wieder. Der Junge schaut den ganzen Tag nur Fernsehen, aus dem kann er nichts werden. Der Guldukat. Mensch, Legolas, du schaust den ganzen Tag schon wieder in die Hellsichtschale. Geh doch mal raus und spiel mit den anderen Elbenkindern. Ja, aber gleich läuft Matlock. Typisch Legolas, aber so ist er nun mal. Oh, Flinkbaum. Oh, ich kann Flinkbaum mit den Tap-Mana-Kosten zahlen, dadurch, dass ich... Oh, geil. Aber die Frage ist, ist das so gut? Ist das so gut? Wenn ich sein ETB überhaupt nicht benutzen kann. Doch, komm. Fuck it. Eine Karte top-decken ist immer super. Gut, vielleicht war es dumm. Vielleicht war es dumm. Gebe ich zu? Die Möglichkeit der Dummheit steht im Raume. Das gebe ich zu. Oh, mit Death Touch. Super. Okay. Ja, ist doch super. Ist eine starke Karte. Rache der Ents. So. Legendäre Kreatur. Wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6 beziehungsweise 7 Mana mit dem Tappen. 5 plus 2. Boah. Passt für mich. Ah, das war eigentlich dumm. Eigentlich muss man erst Weidenwilli spielen. Um dann vielleicht mit den neuen, mit der neuen Hellsicht-Situation... Ich muss mir angewöhnen, wenn ich elbische Gesänge draußen habe, erst alle Hellsicht-Gedöns zu spielen, um vielleicht dadurch eine Kreatur nach oben zu kriegen, die man direkt ausspielen kann. Wenn er angreift, erhält eine legendäre Kreatur in der Wald, die du kontrollierst. Der angreift. Ich habe das Gefühl, legendäre Kreaturen sind nicht so meine Stärke. Zu Beginn des Endsegments. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir Hellsichtsmöglichkeiten? Ja, ich glaube, der muss weg. Ich weiß nicht, wie schlimm der ist, aber ich denke mal, das ist ein Hobbit-Deck. Und da spielen diese Food-Tokens dann doch eine große Rolle irgendwie. Zug beenden. Haben wir einen Vorteil davon, das Essen der Speise zu verzögern in irgendeiner Weise? Ich glaube, nein, oder? Ich glaube, wir können das wirklich einfach jederzeit essen.
Eine Kreatur. Damit könnte ich auch Weidenwilli nochmal raushauen, ne? Dass ich ihn selber nochmal krieg. Soll ich selber Weidenwilli raushauen? Ich würde sagen, ich greife erstmal mit ihnen an, Hellsicht, dann gucke ich, ob ich hier noch eine Kreatur kriege. Ja. Aufblitzen sogar. Boah, ich könnte mit Ortank natürlich hier einiges machen, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Da ist Gandalf wichtiger. Ich habe auch keinen wirklichen Vorteil davon, Länderkarten aufzuheben, ne? Ich überlege halt nur, ob ich Weidenwilli Ortank machen will. Weiß ich gar nicht. Ob sich das lohnt. Zwei Karten und dafür ziehe ich ihnen vielleicht nochmal? Keine Ahnung, schwierig. WZF ist ein Weidenwilli. Ist das deine Eindeutschung von WTF? WZF oder ist es ein Verschreiber? Wahrscheinlich T und Z liegen nebeneinander. Ich dachte schon, du versuchst diese Abkürzungen einzudeutschen. Was zum F? Aber vielleicht war es nur ein aus Versehen, ist in Ordnung. Ich finde es immer interessant, was der Chat für Sprachneuschöpfungen schafft und was er so fühlt und welche Träume der Chat hat. Und was vielleicht so eine Agenda ist, wo man sagt, hey, ich würde gerne in die Welt der Abkürzungen mehr deutsche Abkürzungen reinbringen. Das ist so mein Ziel. Ah, das ist jetzt schon ein ziemlich guter Moment, das zu spielen, ne? Ich glaube, ich kann Gandalf noch spielen, oder? Ich kann die ja noch enttappen. Alter, das heißt, das generiert mir Mana, obwohl es nicht mehr angreifen kann. Das ist ja auch geil. Aber schönes Deck, oder? Weil der hat hier doch, das ist doch der Bauer und der hat dann genau seine Hunde. Das sind doch genau die Hunde von dem Bauern, oder nicht? Oder gibt es den Bauer Maggot nochmal einzeln oder ist das nicht definiert? Gibt es eine Bauer Maggot-Karte? Wahrscheinlich schon, ne? Die Frage ist, ob er überlegt, ob er angreifen soll mit den Hunden gerade? Weiß ich nicht. Oder er ärgert sich so, was gerade passiert ist? Passend zu Angreifern. Oh, wer jetzt angreift, dann wird er wirklich, wirklich sich ärgern, glaube ich. Weil damit ist es jetzt sehr schwer zu rechnen, dass jetzt noch eine Aufblitzen-Kreatur kommt. Nee, er hat schon sich entschieden, nicht anzugreifen. Ja, da muss er jetzt einmal gucken. Tja, Gandalf kommt nie dann, wann man ihn erwartet. Immer nur, wenn er will und nicht die anderen wollen. Um auch mal den Film zu zitieren, den ich gesehen habe. So, Guldukat, wie schaut's aus? Ist sogar auch eine Katze, ne? Ist das die Idee? Keine Ahnung, ey. Speisen, was gibt's denn Leckeres? Oh, schön Speck und Pilz. Und was ist das da hinten? Hummer? Krabben, Lachs oder was? Irgendwas Pinkes? Lecker Tomaten. Gibt's im Auenland Tomaten? Kommen die nicht irgendwie aus Südamerika oder so? Paprika?
Also, so sieht für mich keine mittelalterliche Mahlzeit aus, um ganz ehrlich zu sein. Wo kommen Tomaten her? Aber gut. Fantasy-Welt, ne? J.R. Tolkien darf sich ja alles ausdenken, ne? Aber wenn ich mal erwähne irgendwie in meinem Pen and Paper, ja, ihr esst da irgendwie eine schöne Chili-Schote. Nein, das gab's noch nicht! Das gab's noch nicht in deiner Fantasy-Welt. Da musste erst Kolumbus nach Amerika und die Kartoffel holen. Nachts hört man sie heulen, die enttäuschten Nerds. Das Fenster aufmacht. Sie können nicht schlafen. Ja, Paprika gab's nicht im Mittelalter. Ja, hört man sie ganz, ganz leise vor sich hin weinen. Denethor hat doch auch Tomaten gegessen. Sehr guter Einwand. Ja, stimmt. Also es gibt vom Kanon her, zumindest im Filmkanon, gibt es Tomaten. Das stimmt. Tomaten sind eine Pflanzenart, die ursprünglich aus dem südamerikanischen Anden stammen. Sie wurden von den Ureinwohnern Südamerikas kultiviert und waren dort schon vor tausenden von Jahren bekannt. Im 16. Jahrhundert wurden Tomaten von den spanischen Eroberern nach Europa gebracht und von dort aus verbreiteten sie sich in andere Teile der Welt, bis die Österreicher irgendwann sie als Paradeiser benannt haben. Warum, weiß kein Mensch. Typisch Österreicher. Okay, interessante Quelle. Aber, ja, interessant. Die Spanier, was heißt denn Tomate in Spanisch? Tomato. Da weiß ich gar nicht. Töften, ja, Kartoffel gibt's auch. Ja, Kartoffeln kommen auch ursprünglich von Kolumbus. Nee, Mais kommt von Kolumbus, glaube ich, ne? Na, Kartoffeln kommen. Ach, weiß ich. Was weiß ich denn? Deswegen schaue ich lieber Fantasy als historische Sachen, weil da weiß ich einfach, kannst du einfach alles ausdenken. Wie heißt eine russische Tomate? Roter Platz. Oder war das China? Ich weiß nicht genau. So, ich bin eher der Magic-Spieler, ne? Wollen wir? Habt ihr Bock? Oder nicht? Oder gar nicht? 2 Minuten? Oh Gott, die finden wohl keine Gegner mehr für mich. Tja, wer so rasiert, wer soll den aufhalten? Schnell, irgendjemand muss sich ihm entgegenstellen. Nein, nicht dich. Auf keinen Fall. Doch, irgendjemand muss sich ihm entgegenstellen, Kodowich. Er hat alle unsere bisherigen Champions besiegt. Ja, wollen wir? Leute, ich will heute noch Dota spielen. Los geht's. Treulos ist, wer Lebewohl sagt, wenn die Dunkelheit über die Straße hereinbricht. Gimli. Treulos ist, wer Lebewohl sagt, wenn die Dunkelheit... Ist der Text auf einigen Kreaturen zu klein zum Lesen? Du kannst feste Regeltextgröße im Gameplay-Menü unter Optionen aktivieren, um alle Kartentexte so groß wie möglich anzeigen zu lassen. Elrond. Es ist schon literarisch fantastisch geschrieben, ne? Dieses Tolkien-Werk, Epos. Also wie soll man es nennen? Ja? Epos, Mythos. Also man findet kaum passende Worte, um dieses epochale Werk zu beschreiben. Wenn du QQ drückst, tappen alle Nicht-Kreaturen, die Mana produzieren und schweben, bis du sie verwandelst oder zum nächsten Schritt oder in die nächste Phase fortschreitest. Galadriel. Wahnsinnig, wie weise die auch sind, ne? Aber habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. QQ, dann werden alle Sachen getappt automatisch? Okay. Leute! Ich will Magic spielen. Tu es! Ach, was ist das denn? Abbruch! Oh, haben wir Lebewohl gesagt, weil die Dunkelheit über die Straße hereinbrach? Ui, Gimli würde mich treulos nennen.
treulos, sprach Gimli und zeigte auf den faulen Streamer, der bei dem ersten Anzeichen von Widerstand auf Abbrechen klickte. Was ist da los? Was soll ich denn heute essen eigentlich? Wir machen gleich eine kleine Abendpause und danach spielen wir Dota. Ich weiß noch nicht, was ich essen soll. Irgendwas, was schnell zubereitet ist, jederzeit verfügbar, dazu noch lecker. Vielleicht irgendwas, was so in praktischen Glasgläsern abgepackt ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwas. Mittlerweile wurde übrigens ein kleines Update. Die Snackflut in der Reaktionsküche zurückgedrängt. Ich hatte ja wochenlang das Problem, dass dort enorme Snackmassen einfach aufgestellt wurden, in denen ich mich verloren habe. Ich habe eine Disziplin abgelegt beim Eintreten in die Küche und ich habe mich selbst vollgestopft. Eine wirkliche Eskalation der kulinarischen Niederträchtigkeit, die dort stattgefunden hat. Aber die Heerscharen des Snack-Regiments konnten zurückgedrängt werden und ich bin wieder einigermaßen frei. Oh nein, grünes Mana, blaue Kreaturen. Aber dafür haben wir geradewegs zu den Pilzen. Gibt's da nicht noch irgendwas mit? Verzauberung, ne? Ja, kriegen wir hin. Wir brauchen ja nur ein blaues Mano. Mano y Mano! Ti amo ti. Amo. Ti amo ti. Amo. Ist es so wichtig, jetzt darauf zu warten, dass ich eine Kreatur habe, die Ringträger wird, damit sie legendär wird? Ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Moment, wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle... What? Dene, dene, Tor, dene, 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 Tor. Dene, dene, Tor, dene, Tor. Ist das ein Fall für Ortank? Oder zweiter Vogel? Schwer. Schwer. Schwer zu sagen. Ideal wäre es natürlich, wenn er was opfern würde und dann schicke ich ihn weg. Aber gut, so schlau bin ich nicht. Dieses Spiel wird mit reiner Vogelkraft gewonnen werden. Ich sag's euch jetzt. Ich sag's euch jetzt so, wie es ist. Klartext! Kein Blatt vor den Mund! Dieses Spiel wird durch reine Flatterkraft gewonnen werden. Ja gut, du willst ballern? Dann ballern wir. Gut, du ballerst mehr als ich, das haben wir jetzt verstanden. Größere Stärke. Ja, wir haben leider nicht so viele Ringdinger. So, jetzt gebe ich es nämlich an den weiter, damit ich mit dem blocken kann, glaube ich. Aber wahrscheinlich würde er nicht angreifen, ne? Ah! Sie hält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Ist das ein Block? Nee. Nee.
shit, ich hätte das Land nicht ausspielen dürfen, ich Dusselmeister. Ich, absoluter Dusselkopf. Mann, wie ich einfach instant wieder die Mechaniken vergesse, wenn ich das Set eine Woche nicht spiele. Mein Gott, mit diesem Ring muss man immer ein Land auf der Hand haben, das man abwerfen kann für den zweiten Effekt. Ah. Du, du, blu, du, blub, blu, blu. Oh, er spielt auch. Ui. Zu Beginn des nächsten Endsegments jenes Spielers ziehst du eine Karte, falls er dich in diesem Zug nicht angegriffen hat. Gut, ich werde ihn wahrscheinlich jede Runde angreifen. Das heißt, er kriegt jede Runde 3-1-1-Linge, ne? Wow, was für eine Karte, ey. 3-1-1-Kreaturen. Aber gut, Flieger kontern das recht gut, ne? Weil die kann er nicht aufhalten. Du überlegst ernsthaft, ob du angreifen sollst? Wahrscheinlich mit der Mäherin, ob er mit der Mäherin angreifen soll. Welchen Spieler wählt er? Welchen Gegner wählt er denn? Mich etwa? Hat er mich gewählt? Wir schauen erstmal, was die andere Karte wäre. Na, dann nehme ich doch den Weidenwilli. Elfische Gesänge packt mich jetzt. Na, obwohl ist schon sehr gut, ne? Aber packt mich das jetzt noch zu dem Zeitpunkt des Spiels? Naja, im nächsten Zug ziehe ich ja eh beide und muss mich für eine der beiden entscheiden, ne? Also wie geht man das jetzt am besten an, wenn ich mit dem Ringträger angreife? Ah, ich will kein BM, ich will jetzt nicht zu lange warten. Aber irgendwie hat diese Karte noch nicht wirklich was bewegt in ihrem Leben, ne? Oh, Denethor! Oh, Denethor! Du bist ein Denethor! Das ist die verhexende Hellkunst. Aber eins nach dem anderen, wir schauen uns erstmal an, was die Ringlotterie uns... Ach, nee, das darf man nicht machen! Eine Sekunde, bevor man verloren hätte, aufgeben, ey. Stellt euch vor, das würde man im Sport machen. Jemand schießt mit dem Ball aufs Tor und ein Meter, bevor der Ball im Tor ist, sagt man, nein, wir geben auf, wir geben auf, wir haben aufgegeben, wir haben nicht verloren, wir haben aufgegeben. Nee, wir haben aufgegeben, der Ball war noch in der Luft, wir haben aufgegeben. Come on, ey. Weißt du, dann nimm einfach deine Niederlage ehrenhaft hin. Das gehört sich wirklich nicht. Ja gut, werden wir den Draft beenden müssen mit 7 Siegen anscheinend. Gut, wenn es ein bisschen lange dauert, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, denn was auch immer ich heute als Abendessen esse, es braucht nicht lange, um es zuzubereiten. Das weiß ich. Alles andere weiß ich noch nicht, aber das weiß ich auf jeden Fall. Oh, der schlimmste Feind ist das Spiegelbild, nicht wahr? Ja, ich werde schon Inseln ziehen. Kein Problem. Minato Gamer YouTube. Oh, Moment mal, ist das ein... Warte mal. Minato Magic? Hat der einen YouTube-Kanal? Tatsächlich! Nee, oder? Jetzt bin ich im volle Kontrolle-Modus. Leute, ich will doch keine volle Kontrolle. Oder auf Twitch? Also ich werde jetzt nicht Stream snipen. Minato. Valorant. Ja, sieht nicht so aus. Minato Gamer YouTube.
Ritter aus Westfold. Minato Gamer auf YouTube? Nice! Minato Gamer! Nein! Ernsthaft? Gegen den spiele ich? So sieht es bei denen im Stream gerade aus. Eine ganz andere Stimmung bei dem im Stream. Kaninchen schmoren! Ey, ich mache eine Ansage. Ich hau auf den Tisch und sag, auch dieses Spiel wird durch Flatterkraft gewonnen werden. Und ihr überlegt jetzt. Und er entscheidet sich für den exakt gleichen Zug, den er die drei Züge davor auch schon gespielt hat. Er ist ein konsistenter Typ. Er dürfte heute mal Cola trinken, ja. Yippie! So, jetzt pass auf. Oh, aufblitzen. Gefällt mir. Gegen Reiter aus Westfold. Mal schauen, wie er reagiert. Kein Block. Oh, yes, Steg des Hobbits. Kann ich nichts machen, ne? Ja gut, nicht ganz richtig. Könnte natürlich reagieren. Aber so kriege ich ja Kartl. Oh, die lange Liste der Ents. Oh Gott, stellt euch vor, Minato Gamer würde die lange Liste der Ents vorlesen. Ach ja, okay, mal gucken, ob er sich jetzt traut anzugreifen oder ob er exakt den gleichen Zug wieder macht. Ja. Aha! Damit hat er nicht reagiert. Oh oh! Minato! Oh, bestimmt. Ah, Death Touch. Was macht er jetzt? Kreatur kriegt plus 3, plus 3? Nein. Tschüss! Du hast mich lange genug theorisiert, Schildknappe des Königs. So bin ich früher auch umgelaufen. Da hatte ich so eine große Decke und habe dann so zwei Ecken der Decke vor mir, vorm Hals so zusammengeknotet. Und dann bin ich durch die Gegend gelaufen wie Severus Snape. Mr. Potter. Was soll geschehen? Was soll geschehen? Ja, when in doubt, Weidenwilli, oder? Würde ich sagen. Ich meine, wir können Hexereien spielen. Ich habe aber keine Hexerei. Greif an, Gandalf. Tu es. Da ist er. Er hat kein Counterspell. Ja. Speer aus Lothlorien. Ich will mal eher sagen, Speer aus Notlorien. Oder? Habe ich da Bock drauf? Nee, ich nicht. Oder? Nee. Brauch stärkere Kreaturen. Brauch stärkere Kreaturen. Diese roten Ränder machen mich wahnsinnig. Ich denke immer, das wäre irgendwie ausgewählt oder als würde mir dir irgendwas anzeigen wollen. Minato, warum hast du dich eigentlich für diese Cover hier entschieden? Ich meine, hier ist eine Ratte mit einer verzierten Apfelsine unterwegs, oder was? Die klaut die? Oh nein! Nebel auf den Hügelgräberhöhen. Oh nein! Es ist Nebel auf den Hügelgräberhöhen.
Ja, was nun? Wir haben 6 Mana. Ich könnte den Weidenwilli wegsnacken, wegzappen. Irgendwie weiß ich immer nicht, ob man Ortank auch auf eigene Kreaturen anwenden soll. Ach shit, man darf die Kreatur... Ach so, dann kann ich ihn enttappen. Warte mal, dann habe ich 6 Mana, bleiben noch 3. Nee, das war schon so geplant, damit ich Gandalf enttappen kann. Ja, dann gucken wir uns mal an, ob wir mit Kaninchenschmore noch weiterkommen. So, Kollege. Was ist sein nächster Zug? Gute Idee. Aber hat er dafür auch das Mana? Ist die Frage, Minato. Oh! Die Räter aus der Ostmark. Ja, irgendwann muss ich Kaninchenschmoren einsetzen. Irgendwann, die Kaninchenschmoren sich nicht von selber da. Ich meine, er kann die nicht mal doppelt blocken, ey. Was? Manometer. Manometer, sag ich da jetzt echt mal. Es ist wirklich nicht das aufregendste Spiel mit ihm. Man würde es nicht glauben, wenn man in seinen Stream schaut. Dass tatsächlich im Spiel rein gar nichts passiert. So, wir haben 7 Mana. Ja, ich beende mal Zug. Den kann ich vielleicht noch... Ja, keine Ahnung, mal schauen. Mal schauen, was passiert. So, greift jetzt an. Hat er sich jetzt für den richtigen Moment entschieden? Fügt... Da zählt auch Death Touch, ne? Die Kreatur fügt... Genau, solange die Kreatur Quelle des Schadens ist, werden auch Dinge wie Lifelink und... Ich werde es bereuen, weil wahrscheinlich er gleich eine mega krasse Karte ausspielt. Aber ich schicke Weidenwilli nach Hause. Wir sehen uns wieder. Bald wieder, mein Freund. So, lange Liste der Ends. Kapitel 1. Vogel. Nein, nicht Vogelscheuche. Das war knapp. Ich meine schon Vogel. Moment mal, bezieht sich das Enttappe die Kreatur nur auf den ETB-Effekt oder auf jedes Ausrüsten? Es klingt so, als hinge das am ETB. Dass wenn ich die jetzt umrüste, kann ich ihn nicht enttappen. Aber ich kann es jetzt umrüsten, ne? Dann haben wir einen ordentlichen 4-5er-Vogel. Langfristig wahrscheinlich eh schlauer, dem Vogel das zu geben. Harder Sound Lurker! Vielen Dank für den Prime Sub, dankeschön. Tja, Minato, was? Ach, guck mal, jetzt... Achtung, jetzt brauchen wir natürlich... Elementarwesen, dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite könnte er jetzt einen Counterspell raushauen, ne?
Leute, ich werde nicht in seinen Stream gucken, um zu sehen, ob er einen Counterspell auf der Hand hat. Werde ich nicht machen. Quatsch. Nein, das war jetzt. Das war nicht sein Stream. Ich wollte. War jetzt nur. Ich glaube, das ist irgendwie. Oh! Aufblitzen! Holy shit. Nice. Starker Zug. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich hätte ihn irgendwie sehen können, diesen Zug, glaube ich, aber ich hab's nicht. So, der Zug kommt jetzt nicht sehr überraschend. Ich meine, ich habe gerade Elementarkreatur gesagt und er sieht, dass ich diese Kreatur auf der Hand habe. Nichtsdestotrotz. Irgendwie mag ich alle meine Karten nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Aber irgendwie finde ich die alle schlecht. Naja, mal schauen, was er noch so im Petto hat. Nein, ich will... Ah, verdammt nochmal, Weidenwilli, er hat's auch nicht leicht. Ja, was weiß ich, Typ. Was haben wir noch für einen Typ? Krake. Dumm diese Karte auch ist, ne? Dass man da jede Runde irgendwas Dummes aufschreiben muss, wie wenn man so einen Aufsatz schreiben muss in Deutsch, wo du einfach keinen Plan hast und irgendeinen Schwachsinn hinschreibst. Würde mich jetzt jemand fragen, wo kommt eigentlich dieser Speisespielstein her? Ich hätte keine Ahnung. Ich könnte nichts sagen. Rosi Hüttinger, die Hüttinger Rose vom Südweg. Ja, was geht, die Hüttinger Rose? Ja, was schon geht, die Rose? Oh, er hat Wachsamkeit. Stark. Nein, ich habe Vogel schon aufgeschrieben. Verdammt. Ich versuch's nochmal. Was haben wir denn sonst? Zauberer. Das ist auch richtig dumm, weil wir, glaube ich, echte Zauberer haben. Egal. Rosie Cotton wird als Rosie Hüttinger übersetzt. Davon gehe ich aus. Weiß nicht, wie sie im Buch steht. Das sieht doch schon fast nach einer letalen Situation aus, oder nicht? Aber finde ich einen sympathischen Namen, Rosie Hüttinger. Oh oh! Was nehmen wir denn noch? Gibt's Auerochse? Ja, nehmen wir bitte Auerochse als Kreaturentyp. Das ist so typisch Magic, dass es einfach den expliziten Kreaturentyp Auerochse gibt. Ja, anscheinend macht das Overlay große technische Schwierigkeiten. Ich kann ja mal gucken, dass ich ganz kurz... Oh, fuck! Kommt da gerade jemand zurück? Shit. Holy fuck, da kommt wirklich gerade jemand zurück. Nein! Auster?
Das ist eine andere Kreatur. Ja, das mit der Karte ziehen ist gar nicht so schlecht. Shit, ey. Alter. Klar, ich hab halt echt verloren, ne? Naja, der wird ja im nächsten Zug zu einer 3-3. Ne, den hab ich doch nicht verloren. Shit. Das ist nicht dein Ernst. Weidenwilli läuft über. Nein! Nicht mein Boy! Mein Weidenbully! Mein Willi! Nicht mein Willi, ich hab ihn großgezogen! Nicht mein Willi! Ja, 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 ja. Ich will, dass Willi es tut. Ich möchte, dass Willi es beendet. Er soll es beenden. Wenn schon mein eigener Sohn zum Feind überläuft, dann soll auch er den Todesstoß setzen, wenn er sich traut. Und schick jetzt nicht Rosi Hüttinger vor, Willi. Das musst du schon selbst tun. Du hast diese Entscheidung getroffen, Weidenwilli. Ja. Dann tu es. Und dann nehme ich den Tod an. Denn ein Leben ohne Weidenwilli ist nicht mehr lebenswert. Herzlichen Glückwunsch, Minato. Hast du noch was zu sagen zu deinem Sieg? Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du richtig gut gemacht. Verdammt, ey. Minato Gamer. Er ist ein Gamer. Er ist einfach ein Gamer. Okay, möglicherweise schon das letzte Spiel. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Aber manchmal brauche ich diesen Druck. Manchmal brauche ich diesen Druck, um wirklich... Was zur Hölle ist das für ein Fleck? Ist hier irgendwas geschmolzen? Irgendwas hat sich... Ey, wie heiß ist es hier in diesem Raum? Irgendwas hat... Irgendwas Plastikartiges hat sich hier an meinen Daumen geschmolzen. What? Okay, das wird ein gutes Spiel. Das wird ein gutes Spiel. Die Kraft des reinen Vogels. Na gut, den jede Runde angreifen zu lassen, ist halt auch nicht so cool. Ich glaube, wir spielen hier gerade Elben gegen Elben. Alter, was für eine Combo! Was für eine Combo! Alter. Ich glaube, da brauchen wir Ortank. Ui, die Grauen und Fürtend. Wie passend. Weil das ist ja der Hafen nach, hier, Valinor. Oh, da freut er sich jetzt aber richtig. Da freut er sich jetzt aber richtig, dass er jetzt richtig krass hier richtig Schaden machen kann. Was? Da freut er sich. Counterspell. Ich mache gerade das Bild auch. Ja gut, aber jetzt auch mit dem Speer aus Lothringen kriegt er das relativ schnell wieder zurück. Tja, jetzt habe ich selber die Combo interessanterweise.
Elben gegen Elben. Ein hässlicher Bruderkrieg, den es so nicht hätte geben müssen. Ach, komm on. Nein, am Counterspiel. Am Counterspiel. Am Counterspiel noch. Ich hab ein Counterspiel. Ich hab ein Counterspiel. Ich bin ein Counterspieler. Tja, wer hat Lust auf Legolas? Legolas mit Zorn der Ents ist gar nicht so schlecht, ne? Dann... Wir haben noch ein Counterspiel. Wir haben ein Counterspiel habe ich noch. Hellsicht. Boah, Alter. Nervig, nervig. Aber mal schauen, ob ich irgendwie durchdrücken kann. Sag mal, Weinwilli! Ja, gut, aber Legolas hat Reach. Vergiss es, ey. Ich habe keine Chance. Ja, diese Karte fehlt mir vielleicht, ne? Das ist vielleicht genau der Hellsicht-Payoff. Ja, wir haben nur einen Counterspell, ne? So. Was hältst du davon, dass Weiß jetzt einen Counterspell hat, der sogar Dinge countern kann, die nicht gecountert werden können? Ich bin kein Fan von Counterspells. Aber Weiß kann für mich, das ist mir egal. Das ist nicht so wild. Du meinst die, wo man das auf die Hand zurückgeben kann? Ah, finde ich nicht so schlimm, oder? Ich meine, man hat es nur auf der Hand zurück, ne? Dann kann man es ja wieder ausspielen. Das finde ich nicht so schlimm. Schon okay. Elf Pilot? Fuck. Pilot ist auch ein guter Kreaturentyp, ne? Und der kann echt gar nicht geblockt werden, einfach. So gar nicht. Weidenwilli, Zorn der Ents. Zorn der Ents, 4-5. Kämpft gegen die. Und hat dann genug, um Weidenwilli zu töten. Ich glaube, Zorn der Ents ist hier tatsächlich am wichtigsten. Die Frage ist nur, wann ich das am sinnvollsten ausspiele. Soll ich warten, bis er angreift? Ich würde sagen, hier. Ah, das ist eine Hexerei! Oh, gut, dass du es sagst. Na gut, Weidenwilli wurde in seine Schranken ge... Ausgerüstete Kreatur und Zerstörbarkeit, cool. Führt der Ring dich in Versuchung? Damit könnte unser Vogel jede Runde angreifen. Weidenwilli selbst bringt hier eigentlich gar nichts gerade, ne? Finde ich gut, gefällt mir. Somit passiert auf jeden Fall was. Mal schauen, wie es weitergeht. Ach, come on, ey.
Dass ich den auch nur ein einziges Mal bekommen habe, diese zufällig begegnete Elben. Das ist halt der Schlüssel. So, jetzt brauchen wir noch ein Land für Flinkbaum. Doppelweidenwilli, in Ordnung. Das heißt, wir könnten Legolas enttappen. Ja, aber Legolas, das funktioniert nicht. Dieser Kampf wird, wie die meisten Kämpfe, in der Luft entschieden werden. Tja, die Sache ist die, ne? Wenn ich elf. Also damit habe ich halt sofort Flinkbaum. Mit elfische Gesänge habe ich. Ich glaube, ich mache es so. Ist vielleicht falsch, aber ich habe einfach Lust, da so ein bisschen Effizienz rauszuziehen. Aus Elfengesang. Ja. Bin ich gespannt, was er macht. Komm, nimm irgendwelche witzigen Kreaturentypen, oder? Nimm irgendwas Witziges. Krabbe. Elf! Wirklich? Das ist wirklich der unlustigste Kreaturentyp in einem Elbendeck. Aber gut, soll er machen. So. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt sein zweiter Knaller ist. Also der erste war schon Lacher, 11. Adliger, Oglafindel! Stark. Immer wenn du Hellsicht anwendest, erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Na gut, na gut, na gut. Flinkbaum. Wenn ich den verstärke, dann kann ich nicht mehr... Kann er geblockt werden. Flinkbaum bringt mir gerade gar nicht so viel. Das Ding ist, ich habe in 4 Zügen gewonnen. Eigentlich sollte mir alles egal sein. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt komm. Jetzt hauen wir was raus. Pilot! Yes! Oh shit, er hat diesen Pilotentypen, oder? Getappte Kreaturen können nicht blocken, soweit ich mich erinnere. Ist das jetzt zu gierig, mit beiden anzugreifen? Ich würde sagen, ich erst im nächsten Zug mit beiden. Jetzt muss ich die Schmach abwenden. Aber jetzt hat er ein Problem, glaube ich. Legolas hat Reach. Aber Legolas kann den Ringträger nicht blocken. Aber Weidenwilli schon. Jetzt muss er aber angreifen, oder? Uiuiuiui. GG. Yes! Also, ein für alle Mal festgehalten hier für die Herr der Ringe-Lore. Im Kampf Elb gegen Elb gewinnt Elb. Leute. Carapton, vielen Dank für den Prime-Sub. Herzlich willkommen, du bist vielleicht gleich Zeuge des letzten Spieles für heute. Denn wir stehen mit dem Rücken zur Wand. 2 Siege trennen uns noch von einem Homerun oder eine Niederlage von einem, ja, absolut unehrenhaften Ausschluss aus diesem Format. Es wird dramatisch so oder so. Heute Dota, auf jeden Fall. Wir werden noch eine kleine Abendpause machen. Kitchen Finks. Elfische Gesänge so früh im Spiel erzückt mein Herz. Aber die Länder waren okay. Ich habe das Gefühl, ich habe keine wirklich teuren Sachen. Aber gut, jetzt wo ich sage, wird natürlich genau das passieren, was passieren muss. Oh, Sumpf. Feuerwerk.
Ja, der war irgendwie so ein bisschen flop, ne? Der hat nicht so viel gemacht. Auch interessante Länder. Sieht auch wie ein Unset aus, oder? So ein bisschen wie die. Bilbo. Wenn einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatz, Spielstein. Das wird ein bisschen böse. Aber gut, mal schauen, ob das nicht auch ein Problem ist, das reine Vogelkraft lösen kann. Gibt dieses Mana nur aus, um legendäre Zaubersprüche zu wirken. Au, au, au. Ah, das ist natürlich gut, ne? Jeder kriegt Speisespielstände, das verlängert das Spiel auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, kann mit höherer Stärke nicht geblockt werden? Das heißt, weder Legolas noch Träger könnten ihn blocken. Legolas ist natürlich besser gegen diese Geistspielsteine. Elfische Gesänge könnten einfach noch mehr Kreaturen aufs Board bringen. Ich habe das Gefühl, wenn ich dieses Spiel gewinnen will, dann will ich es schnell gewinnen. Und deswegen, fuck it, Träger. So viel Damage in kurzer Zeit, wie es nur geht. Ich glaube, das ist jetzt meine einzige Hoffnung. Weil langfristig gewinnt er mit Bilbo alles. Der hat so viel Zeug. Vergiss es. Ich meine, der hat jetzt schon so viel Mana, der kann jetzt schon seine Bomben spielen, ne? Wir müssen nur hoffen, dass er sie nicht auf der Hand hat. Okay. Shit. Der Tor ist böse. Ja gut, vielleicht hat er nicht genug Karten, dass er mit seinem Mana wirklich was machen kann. Ortank ist tatsächlich nützlich hier. Schwierig. Soll ich jetzt wirklich mit elfische Gesänge auf ein langes Spiel zielen? Ich kann nur hoffen, dass er keine starken Karten auf der Hand hat, sondern nur billige. Aber ich meine, auch mit diesen Marken, auch mit diesen Tokens gewinnt er auch schon. Schwer. Schwer, schwer, schwer. Der hat ein echt sehr hartes Deck. Der Anfang lief perfekt für ihn, aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Allein, dass er hier schon vier verschiedene Farben mit den zwei Karten hat, zeigt der, der ist krass. Kitchen Finks. Ja, was spielt er aus mit seinem ganzen Mana? Kankra, okay, cool. Wow, er hat wirklich alle fünf Farben in seinem Deck einfach. Krasser Typ. Die hat auch Reach, ne? Kankra hat keinen Reach, obwohl sie eine Spinne ist? Schiebung. Schrecklich. Der will Tom Bombadil, ja? Könnte gut sein. Er hat schon eine Sage gespielt, ne? Kann sein, dass er sich auf Sagen und Tom Bombadil spezialisiert. Und auf Kankra und auf Denethor und auf Bilbo. Ich glaube, ja, legendäre Kreaturen waren so sein Ding. Ja, das wird überhaupt nichts mehr. Also, das ist lächerlich. Ja, 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 nee, das wird jetzt schon richtig böse. Das wird jetzt schon ein richtig ekelhafter Zug. Wir sind schon bei 3, 6. Das ist schon lethal. Okay, krass.
Hat er gut gemacht, ey, hat er gut gemacht. Wow, okay, das war dann doch sehr eindeutig dafür, dass ich versucht habe, hier und da so ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber nein, das war ein klares Tür ins Gesicht schlagen auf dem Weg hier zu diesem potenziellen Homerun. Nun ja, so oder so, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, für diesen Draft. Hat Spaß gemacht. Das waren natürlich die ersten Drafts, ne? Also da dürft ihr nicht zu viel erwarten. Es war hier und da ein bisschen holprig, ein bisschen stolprig, aber immerhin 5 Siege insgesamt. 5 Siege bei 6 Niederlagen ist okay. Für die ersten beiden Drafts kann man machen. Und naja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, uns da noch zu steigern. Bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt eine kurze Pause sozusagen, eine kurze Abendpause. Ich werde mir was zu essen besorgen und dann sehen wir uns wieder für eine Late-Night-Runde Dota. Bis dahin schicke ich euch mal rüber zum lieben Steffen, der gerade Dungeons & Dragons spielt, unter anderem auch mit, ich vermute mal, Mairi von Orkenspalter auf jeden Fall. Da geht es für euch weiter mit erstklassiger Pen-and-Paper-Unterhaltung weiter. Dabei viel Spaß, ansonsten natürlich sehen wir uns ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde wieder für Dota und ansonsten morgen natürlich auch Live-Programm, ihr seht es unten im Streamplan. Ansonsten macht's gut, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!